Jetzt nehme ich mir einfach mal ein Mikro hier und möchte jetzt natürlich unsere Podiumsgäste begrüßen. Ich begrüße Frau Verena Özgüyan, Mitglied des Landtages. Ich nehme mal an, jetzt auch wieder ganz frisch gewählt in den Bayerischen Landtag. Von Bündnis 90 den Grünen. Ich begrüße Herrn Professor Dr. Bernd Redmann, aus dem Vorstand der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen, aber auch Hausherr dieses Haus und damit auch ein Teil unserer Gastgeber. Auch nochmal an Sie herzlichen Dank, dass wir hier dieses Jahr tagen dürfen. Und ich begrüße Herrn Martin Majewski, Deutsche Orchestervereinigung und für uns zuständig, die Lehrbeauftragten, auch mit uns als Partner der BKLM. Ja. Wir haben diese kleine Podiumsdiskussion heute so angelegt, dass wir gerne die Impulse aus dem Kollegium der Münchner Hochschule aufnehmen wollen, aus dem Plenum. Und deswegen würde ich auch gleich wieder das Wort weitergeben und mit dem ersten Impuls für unsere kleine Podiumsdiskussion. Bitte, ich glaube, Hans-Christian, okay. Herr Majewski, es gibt Hochschulen, wo die Stundensätze, glaube ich, jetzt noch bei 23 Euro liegen, wenn ich richtig informiert bin. Was sagen Sie dazu, wie müsste der eigentliche Stundensatz für einen Lehrauftrag sein, damit es fair ist? Wenn man sich einfach mal anschaut, was für einen Werdegang die Lehrbeauftragten an den Musikhochschulen haben. Sie haben studiert, sie weisen eine langjährige Lehrerfahrung vor in der Regel und sie werden bezahlt letztlich wie Praktikanten. Wenn ich hier Zahlen von 23 Euro für eine erteilte Lehrstunde höre, dann ist das aus meiner Sicht ein Skandal. Historisch kann man das wahrscheinlich ein wenig so erklären, dass die Vergütung der Lehrbeauftragten irgendwann nicht mehr an die Entwicklung des öffentlichen Dienstes angeglichen worden. Das war im vergangenen Jahrhundert, so in den 70er, 80ern der Fall. Vorher gab es da noch einen gewissen Gleichlauf. Dann waren die goldenen Jahre in der Bundesrepublik so allmählich vorbei und man hat nur noch das erhöht, was man erhöhen musste. Das waren die Bezüge der abhängig Beschäftigten. Und die Lehrbeauftragten haben da einfach für dasselbe Geld weitergearbeitet. Wenn man sich jetzt die Inflation anschaut, dann arbeiten sie, also wird es eigentlich entwertet. Sie arbeiten jetzt für weniger Geld, als sie vergleichsweise in der damaligen Zeit gearbeitet haben. Wenn man das jetzt mal zurückrechnet und sämtliche Erhöhungen des öffentlichen Dienstes nachvollzieht, dann ist man schnell in der Region von über 80 Euro für eine Lehrauftragsstunde. Vor allem, wenn man den Vergleich zieht zu dem angestellten Lehrpersonal. Wenn man mal so schaut, eine Lehrverpflichtung von circa 10 Stunden entspricht ungefähr einer halben Mittelbaustelle mit Lehrdeputat und die bekommen aber wesentlich mehr. Also wenn man da mal eine A13 runterbricht, natürlich mit Vorbereitung und Nachbereitung, das bekommen die Mittelbaustellen bezahlt, die Lehrbeauftragten bekommen die Vor- und Nachbereitung nicht bezahlt. Das heißt, um ungefähr eine Parität zu haben, müsste so eine Vergütung für eine Lehrauftragsstunde zwischen 80 und 100 Euro liegen, so über den Daumen. Ja, Frau Özgüyan, wenn Sie solche Zahlen hören und ich nehme mal an, Sie haben sicherlich auch schon die ein oder andere Haushaltsdebatte im Landtag erleben dürfen, dann kann man ja nur denken, das klingt nach Mondgehältern. Ne? Das klingt nach etwas, was irgendwas vielleicht möglicherweise die Leute denken, sie sind im Wunderland. Aber was würden Sie ihnen sagen können? Was würden Sie meinen, was ist da schiefgelaufen in den letzten Jahren? Also wir haben tatsächlich die Situation, also dass das Thema Lehrbeauftragte eigentlich ein Dauerbrenner der bayerischen Politik ist. Also wir haben bereits in der vorletzten Legislaturperiode eigentlich einen Beschluss dazu gehabt, der die Honorare anheben sollte. Das ist zum Teil geschehen. Gleichzeitig aber auch Dauerstellen schaffen. Der wurde in der letzten Legislatur mehr oder weniger wieder kassiert, beziehungsweise ist der Diskontinuität anheimgefallen. Und seither kämpfen wir darum, dass wir die Honorare entsprechend anheben. Hatten sogar schon einen Landtagsbeschluss auf einen Antrag der Grünen
also der einstimmig gefällt wurde, dass man die Vor- und Nachbereitungszeiten einbeziehen sollte. Und daraufhin gab es zwar eine sehr moderate Erhöhung des Budgets im Nachtragshaushalt, aber das wird im Prinzip nicht dem gerecht, was da eigentlich schon mal beschlossen wurde, dass man die Vor- und Nachbereitungszeiten einbezieht. Und aus meiner Sicht, also kommt es auf einen Betrag hin, wenn man mit gesundem Menschenverstand hingeht, dass man wirklich sagt, 80 bis 100 Euro ist das, was es je nachdem in welchem Fach letztlich auch ausmacht, was dann auskömmlich wäre, wenn wir es mit einer entsprechenden Festanstellung vergleicht. Ich meine, natürlich ist es so, also dass das eine ist, die Honorare anzuheben, das andere ist, Dauerstellen zu schaffen. Betrifft im Übrigen nicht nur die Musikhochschulen, sondern eigentlich auch andere Hochschulen. Da wären wir in dem Größenbereich von etwa 100 Millionen Euro, die wir bräuchten, um allgemein Dauerstellen zu schaffen. Das ist aber angesichts dessen, wie der Haushalt ausgestaltet ist, meines Erachtens nicht unmöglich. Ja, Herr Rittmann, das klingt ja eigentlich ganz gut. Ne? Wie sind dann Ihre Erfahrungen dann, wenn Sie dann das operativ mit dem Ministerium dann aushandeln müssen, wie viele feste Stellen Sie für bestimmte Dinge brauchen oder für, wenn Sie einen neuen Theorielehrer einstellen möchten? Ne? Was für Erfahrungen machen Sie dabei? Also ich will den Laden nicht aufhalten, will aber zunächst die Gelegenheit ergreifen, Sie auch nochmal persönlich sehr herzlich zu begrüßen als Hausherr. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit und ich freue mich sehr, dass die Konferenz hier in München stattfindet, wünsche fruchtbare Diskussionen und eine gute Interessenvertretung, die sich für das nächste Jahr dann daraus entwickeln kann. Ich möchte noch etwas Zweites voranstellen, nämlich die Grüße von Susanne Rode-Breimann, der Vorsitzenden der Rektorenkonferenz, mit der ich Gelegenheit hatte, heute Vormittag auch nochmal zu telefonieren. Die war ja eigentlich eingeladen, kann aber aus Termingründen nicht kommen, sodass ich sie jetzt aus dem Vorstand vertrete. Und zu Ihrer Frage gleich übergehe, also die Lehrbeauftragten genießen an den Musikhochschulen große Wertschätzung. Und auch die RKM ist der Auffassung, dass der Weg, was die Lehrbeauftragten leisten, angemessen zu behandeln, eine bessere Vergütung wäre. Da hätten alle etwas davon. Und jetzt ist es ja in Bayern gelungen, in zwei doch recht großen Schritten die Lehrauftragsvergütung anzuheben. Jetzt in diesem Jahr um 8 Euro pro Stunde. An unserer Hochschule. Das ist doch ein ganz guter Schritt, also es ist kein Minischritt, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt also zwei Kategorien, die höhere davon liegt jetzt auch über 50 Euro. Also wir kommen in Größenordnungen, die auch vom Finanziellen her langsam angemessen sind. Ich gebe Ihnen recht, es ist noch nicht wirklich angemessen, also es sollten weitere Schritte folgen. Warum es so lange keine Erhöhung gegeben hat, das hat geschichtliche Gründe, Sie haben das schon erläutert, aber es war nun einfach so, eine Tarifanpassung entspricht auch nicht der arbeitsrechtlichen Situation, dass eben bei den Festangestellten so etwas auszuhandeln ist. Aber solche größeren Schritte, um das Ganze in Dimension zu bekommen, die angemessen sind, sollten auch in den anderen Bundesländern folgen, aus Sicht der RKM. Und das wäre sehr wünschenswert. Das andere Thema ist natürlich, das haben Sie auch darauf angesprochen, das Thema Dauerstellen für Daueraufgaben. Auch das würden natürlich die Musikhochschulen begrüßen, wenn es möglich wäre, in diesem Bereich Lehrauftragsvolumina in den Lehrstunden in Mittelbaustellen umzugießen. Und wir hatten Gespräche mit dem Ministerium diesbezüglich und haben jetzt mal so als Grundidee formuliert, dass der Anteil der Lehrauftragsstunden an den bayerischen Musikhochschulen auf 30% kommen soll. Also wir liegen in München bei etwa 40%. In Würzburg und Nürnberg sind die Anteile noch größer, insbesondere in Würzburg, glaube ich, über 50%. Das heißt, da wären sehr erhebliche Schritte notwendig, wenn man diese Anteile in Mittelbaustellen abbilden würde. Und ich hoffe da sehr auf den neuen Doppelhaushalt,
da ein kleines Programm umsetzen zu können, das einen ersten Schritt in diese Richtung bringen würde. Dann müssten noch weitere folgen, aber das kann man nicht im Hauruck-Verfahren hinbekommen. Das muss auch verträglich sein. Aber das Bewusstsein ist, denke ich, auch da, in der bayerischen Landespolitik und möglicherweise auch in anderen Bundesländern, dass dies erforderlich ist. Ja, das ist sehr interessant zu hören, weil wir haben natürlich in der Vergangenheit sehr oft, gerade an dieser Stelle, sehr, sehr, sehr viel graben müssen und auch sind auch immer wieder auf Widerstände gestoßen. Das scheint sich ja jetzt ein bisschen gewandelt zu haben. Ich sehe, dass eine Frage aus dem Publikum gewünscht ist. Die würde ich auch gerne zulassen. An Herrn Redmann habe ich eine Frage. Also ich finde es toll, dass Sie da sind. Ich habe, also das ist interessant auch, was Sie sagen. Ich frage mich nur, warum es so Unterschiede gibt zwischen den Musikhochschulen, und ich frage mich, warum die Direktoren oder Direktoren der Musikhochschulen also sich nicht vehementer einsetzen in Bezug aufs Ministerium. Also Wertschätzung ist ja gut, aber also Wertschätzung, damit können wir unsere Miete nicht bezahlen. Also es ist, ich vermisse das eigentlich, ja. Also es ist bei uns an der Uni auch ähnlich. Also wir haben ja dann unseren Lehrstuhlchef. Und ja, also das ist die Frage, warum setzen Sie sich nicht mehr ein? Es ist ja auch immer eine Frage, mit welchen Mitteln man welche Ziele erreichen kann. Also wenn die Rektoren, Rektorinnen und Präsidentinnen der Musikhochschulen jetzt Forderungen erheben und versuchen, die Ministerien oder die Politik unter Druck zu setzen, damit öffentliche Forderungen, ist es vielleicht nicht die beste Strategie, um zu guten Ergebnissen zu kommen. Man muss auch darstellen, also sachlich und angemessen, warum solche strukturellen Veränderungen notwendig sind. Und da muss man argumentieren. Da kann man nicht mit kämpferischen Mitteln etwas erreichen. Also wir arbeiten sehr intensiv und nachhaltig daran, Verbesserungen zu erreichen. Aber das passiert auch viel hinter den Kulissen. Also ich denke, der Vorwurf ist ein Stück weit vielleicht auch nicht angemessen, aber wir überlegen wirklich, wie wir diese Ziele auch der Politik vermitteln können und dort, man muss ja bei Politikern auch immer sozusagen ihnen Argumente geben, warum Schritte, die sie unternehmen, für die Gesellschaft richtig und gut sind. Und das versuchen wir wirklich. Ja, Frau Özgürn, sehen Sie das auch so, dass die kleinen Schritte, ist das wirklich so, dass man nicht deutlich genug argumentiert, oder kommt das so an, dass das wirklich, wie welche Notwendigkeit es gibt, auch hier zu Verbesserungen zu kommen? Oder ich hatte jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass die kämpferische Mittel so gar keinen Sinn haben. Sehen Sie das auch so? Ich sehe es ein bisschen anders. Man muss natürlich aber auch sich darüber im Klaren sein, dass wir hier an dem Thema, wenn man so will, mit verteilten Rollen arbeiten. Das heißt, das eine ist also tatsächlich also Öffentlichkeit herzustellen, was, glaube ich, bei dem Thema Lehrbeauftragte jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon deutlich gelungen ist. Das andere ist halt mit politischen Mitteln also dafür zu kämpfen und natürlich auch von Seiten der Hochschulen halt eindrücklich einzufordern, dass es notwendig ist. Also ich weiß, dass auch andere Hochschulen, also ich hatte engeren Kontakt zur Hochschule für Musik in Nürnberg, also da das Thema Lehrbeauftragte auch immer wieder adressiert haben. Natürlich ist es aber auch so, dass es also da immer so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte ist von Seiten des Ministeriums, denn wir haben da schon auch die Situation, dass insgesamt im Hochschulbereich also da die Decke mittlerweile sehr dünn ist. Es werden sehr viele neue Maßnahmen geplant und andere sind nicht auskömmlich ausfinanziert, und da ist auch immer so ein bisschen das Thema, also wo gehen Gelder zuerst hin, wo wird eine Dringlichkeit
Öffentlichkeit gesehen. Und ich glaube, da muss man tatsächlich auch gucken, dass man die Möglichkeiten hat, um Öffentlichkeit zu schaffen, also entsprechend auch nutzt. Und das sehe ich tatsächlich auch also deutlich von Seiten der Politik, das zu adressieren. Da würde ich mich gerne gleich anschließen. Ich denke, der Gesetzgeber ist gefordert. Wir haben hier ein Rechtsinstitut, was im Grunde überkommen ist und völlig überkreuzt liegt mit den tatsächlichen Verhältnissen. Der Lehrauftrag war ursprünglich als eine Art Ergänzung gedacht. Also das Paradebeispiel ist der Staatsanwalt, der nebenher noch eine Vorlesung Strafrecht hält, beispielsweise. Der wurde sogar früher oder auch heute noch, der wird abkommandiert von seinem Dienstgeber und wird quasi freigestellt, wird aber weiter bezahlt. Er bekommt für die Stunden, die er liest, bekommt er dieselbe Vergütung, ja, natürlich auch wahrscheinlich mit Vorbereitung, weiß ich nicht. Er wird da ein bestimmtes Kontingent anmelden bei seinem Dienstgeber und wird dann entsprechend freigestellt. Der wird angemessen vergütet, weil er das gleiche Geld kriegt wie als Staatsanwalt. So. Der Orchestermusiker, der nebenher das noch so ein bisschen macht, da liegt es ein bisschen schwieriger. Da kann man nicht sagen, na gut, wir stellen jetzt mal unseren Soloflötisten für 10% frei. Dann gibt es Schwierigkeiten mit der ganzen Diensteinteilung. Den bezahlen wir mal. So, das hat man gemacht, das passte früher auch. Früher waren die Professorengehälter und die Lehrbeauftragtenvergütungen gleich auf in der damaligen Zeit, ungefähr. Sage ich mal so. 1970, ja, irgendwann, okay. So, und jetzt haben sich die Fakten aber total gewandelt. Alle Musikerberufe sind zum Glück sehr beliebt bei den Studierenden. Und wir brauchen das auch. Wir sind als hier in Deutschland, das ist, wird als Musikland wahrgenommen, international, als Orchesterland, das ist unsere Kampagne. Aber auch alle anderen musikalischen Fächer sind extrem wichtig und werden geografisch sehr gerne in Deutschland verortet. Deswegen gibt es hier sehr viele Musikhochschulen. Das ist toll. Das ist wirklich auch international maßstabsetzend. Deswegen sind auch die Hochschulausbildung in Deutschland so populär und beliebt, auch bei den Studierenden international. Das ist eine ganz tolle Sache. Das müssen wir pflegen und erhalten. Das erfordert natürlich sehr viel Personal, was es festangestellt nicht gibt. Man müsste doppelt und dreifach so viele Professoren haben. Deswegen wird eben ein Großteil der Lehre von den Lehrbeauftragten wahrgenommen. 30% hier in München, an anderen Hochschulen sind es bis zu 60% im Bundesvergleich. Also es ist schon ein großer Anteil, über den Daumen die Hälfte, kann man mal so sagen, wenn man es einfach mal mittelt. So, aber da stimmt was nicht. So viel Nebenberufler werden Sie gar nicht finden. So viele Pianisten, die irgendwo in Amt und Brot stehen und nebenher noch Chorrepetition machen oder eben auch Haupt- und Nebenfachausbildungen machen, die gibt es nicht. Das heißt, Sie brauchen die Freiberufler, die diese Lehraufträge inhaltlich füllen mit ihrer Arbeit. Das ist eine drastische Änderung der Verhältnisse. Man spricht immer von der normativen Kraft des Faktischen. Das scheint in diesem wichtigen Feld überhaupt noch nicht angekommen zu sein. Die Fakten haben sich massiv geändert. Ein Großteil der Lehre wird von Lehrbeauftragten versehen, aber die Normen, die dem zugrunde liegen, die wurden überhaupt nicht angefasst. Es gibt weiter den Lehrauftrag, der außerhalb des Arbeitsrechts stattfindet. Wir sind hier im öffentlichen Recht, also ein Rechtsinstitut sui generis, wie der Jurist sagt, eigener Art. Es wird per Verwaltungsakt in der Regel erteilt, der Lehrauftrag. Es gibt null soziale Absicherung, die Arbeitnehmer beispielsweise hätten, sei es Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, seien es Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, sei es ein Bestandsschutz in irgendeiner Form, sei es eine Altersvorsorge, sei es jegliche soziale Absicherung, das fehlt. Das dürfen die Lehrbeauftragten von ihrem schmalen Salär bestreiten. Und sie bekommen ja nur 30 Wochen im Jahr bezahlt ungefähr, also die Vorlesungswochen, oder 34, korrigieren Sie mich, 32, danke schön. Aber Größenordnung stimmte. So, da ist eine erhebliche Schieflage und die Rechtsvorschriften müssen dringend angepasst werden an die faktischen Verhältnisse. Und da ist der Gesetzgeber gefragt und alle mauern. Keiner will zu Recht. Es ist natürlich auch sehr bequem. Sie können Lehraufträge erteilen an qualifizierte Leute und wenn kein Schüler mehr da ist, dann kriegt er eben keinen Lehrauftrag mehr. Auch wenn er sich hier eine Wohnung genommen hat in München und sich darauf eingerichtet hat in irgendeiner Form. Da liegt der Hase im Pfeffer. Das liegt völlig über Kreuz und aus unserer Sicht ist dringend der Gesetzgeber gefordert, der Bund einmal, die muss die Hochschulrahmengesetzgebung ändern und die Länder müssen nachziehen und zwar ganz dringend und schnell. Dankeschön.
Ja, ich glaube, das schließt sehr gut an eigentlich die nächste Frage an, die jetzt vorgetragen wird. Ja, grüß Gott. Mein Name ist Erdmute Spieker hier von München. Ich habe in den letzten Jahren beobachtet, dass vom Lehrbeauftragtenpool in gewissen Fächern früher Leute automatisch übernommen, oder weiß nicht, ob automatisch, jedenfalls wurden sie übernommen in den Mittelbau. Es ist laut Hochschulrahmengesetz üblich, dass die Stellen heute ausgeschrieben werden und dass sich Lehrbeauftragte wie alle anderen auch neu auf eine Mittelbaustelle zu bewerben haben. Da ist meine Frage, warum war es früher anders? Es ist tatsächlich so, im Fachbereich, wo ich bin. Und Lehrbeauftragte, die sich hier über 10, 20 Jahre profilieren durch guten Unterricht. Dieser Unterricht hat auch, man sieht es dann in den Diplomen, in den Examina, sie schließen ausgezeichnet ab, die Leute mit ihren Einsern und allem weiter. Warum ist das nicht ausreichend, um einem Lehrbeauftragten heute auch noch eine Mittelbaustelle zukommen zu lassen, wenn er so und so lange hier war, unter Umständen Jahrzehnte? Warum muss eine neue Bewerbung stattfinden, die, was weiß ich, deutschlandweit oder weltweit ausgeschrieben wird? Das ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Es ist in vielen Betrieben so, dass Leute, die sich bewährt haben, weiter aufsteigen. Hier ist es nicht so. Und dieses Hochschulrahmengesetz müsste auch, wie Sie das gerade sagten, Herr Majewski, denke ich, vom Bund aus geändert werden. Ich will nicht sagen, dass automatisch jeder übernommen werden muss, das ist gar nicht die Sache. Aber Leute, die sich bewährt haben und die hier gezeigt haben durch ihre Arbeit, ja, wir können was und das auch anerkannt wird, warum werden die außen vor gelassen? Gerade auch Leute, die vielleicht sehr, sehr lange da sind und denen werden hintenrum andere Leute vorgezogen. Das ist meine Frage. Ja, ich würde die Frage gerne an Herrn Redmann weitergeben, wobei ich glaube, wir wollten jetzt gar nicht so gerne genau wissen, wir wissen, dass es natürlich, wir haben die Debatte um die besten Auslese hatten wir schon häufig gehabt, aber die Frage ist, gibt es dann wirklich nicht die Möglichkeit, gerade die Bewährung über den Lehrauftrag, wie kann man das institutionell fassen? Ja, Sie haben das Stichwort schon genannt, die sogenannte Bestenauslese, die auch gesetzlich festgeschrieben ist, ich glaube im Hochschulpersonalgesetz, wenn ich es richtig, ich bin kein Jurist, also ich muss das immer mit Einschränkungen sagen, aber es ist wirklich festgeschrieben, dass wir die Mittelbaustellen ausschreiben müssen und das auch öffentlich bekannt geben müssen und es gibt keine interne Übergangsschwelle von der Form des Lehrauftrags zur Mittelbaustelle, genauso wenig wie von der Mittelbaustelle zur Professur. Also da gibt es ja auch keinen Übergang, der ohne Ausschreibung möglich ist. Es ist sogar eine besonders hohe Schwelle, weil es eine sogenannte Hausberufung wäre und da werden sogar ganz hohe Kriterien nochmal angelegt, speziell. Also wir setzen das so um, wie das auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir schreiben die Stellen aus. Ich sehe da jetzt persönlich auch keine Alternative dazu. Ich freue mich sehr, wenn es gelingt, dass langjährige Lehrbeauftragte durch Bewerbung dann auch so eine Stelle bekommen. Und das ist ja auch sehr oft der Fall. In anderen Fällen gibt es dann andere Resultate. Ich denke, wenn Lehrbeauftragte lange am Haus tätig sind und erfolgreich und mit Wertschätzung der Arbeit ist die Ausgangssituation ja auch sehr gut, so eine Stelle zu bekommen. Aber es ist eben nicht gesetzt. Es gibt das Konkurrenzverfahren, die sogenannte Bestenauslese und das wird Kommissionen überantwortet, die das zu vergleichen und zu entscheiden haben. Vielleicht gleich hierzu. Wenn wir unter anderen rechtlichen Vorzeichen als Lehrbeauftragte arbeiten würden, wenn wir uns im Arbeitsrecht bewegen würden, und dann wären das eigentlich alles befristete Stellen, befristet für die Dauer eines Semesters. Und nochmal und zack ist man drin. So bis zu 2 Jahren ohne Sachgrund, dann ist man drin. Und auch später, also bei Kettenbefristungen,
alle Lehrbeauftragten könnten sich erfolgreich einklagen. Das macht als Anwalt richtig Spaß, solche Verfahren zu führen. Aber weil wir eben dummerweise dieses Rechtsinstitut des Lehrauftrages im öffentlichen Recht haben, da kommt man gar nicht bis zum Arbeitsrecht, sondern man geht vors Verwaltungsgericht. Ich wusste, irgendwann passiert, Entschuldigung. Aber vielleicht ist das auch etwas symbolisch, symptomatisch. Es ist schon, wenn man es einfach mal mit gesundem Menschenverstand und nicht rechtlich betrachtet, sondern einfach mit Gerechtigkeitserwägungen, dann ist es einfach eine Sauerei. Also da wird den Lehrbeauftragten irgendwo auch eine Gewalt angetan. Sie machen dieselbe Arbeit, kriegen aber nicht mal die Hälfte von dem Geld, was die anderen dafür kriegen, und haben keine Sicherheit. Also das ist nochmal dieser strukturelle Unterschied. Das müsste ein Fernziel sein, den zu knacken. Aber das ist eben aus meiner Sicht Bundesgesetzgebung. Ja, ich sehe jetzt mehrere Handmeldungen. Ich würde jetzt erstmal, Frau Skjern, ich merke schon, Sie haben schon einen gewissen ein Bedürfnis darauf zu reagieren, weil ich denke, dass es auch eine sehr politische Frage ist, genau diese Frage des Rechtsinstituts. Ja, ich meine, es ist natürlich, und das kann man nicht von der Hand weisen, also im Sinn von Freiheit, also von Forschung und Lehre schon so, dass man nicht sagen kann, wir überführen automatisch Stellen in Mittelbaustellen oder in andere Stellen. Also das wird wahrscheinlich in der Form nicht möglich sein, was aber möglich ist und auch also im Rahmen vom Hochschulpersonalgesetz auch auf Landesebene zum Beispiel umsetzbar, dass man sagt, dass man die Erfahrung, die als Lehrbeauftragte gesammelt wurde, dass man die anrechnet bei Bewerbungen. Was momentan also so im Prinzip eigentlich nicht vorgesehen ist, dass zum Beispiel für Lehrkräfte für besondere Aufgaben der Lehrauftrag sozusagen als Erfahrung anerkannt wird. Und das wäre zum Beispiel ein erster Schritt, wo viel bewirken würde, um zum Beispiel bei Bewerbungen da einfach entsprechend auch also eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Und bei den anderen Sachen muss man halt tatsächlich das große Rad drehen, zu überlegen, also ist das Instrument Lehrauftrag, wie es ursprünglich mal gedacht war, nämlich als Ergänzung für Menschen, die eigentlich also einen anderen Haupterwerb haben, ob das überhaupt noch so also zeitgemäß ist an der Stelle, das so ins Hochschulgesetz zu schreiben. Aber da glaube ich, da werden wir größere Diskussionen noch führen müssen. Ja, also diese Erfahrung habe ich tatsächlich selber auch gemacht, gerade dieses Problem zwischen Tarifvertrag und Lehrauftrag, dass man die gegenseitigen Leistungen nicht anerkennt. Aber jetzt die Frage, Herr Engels hatte das als erstes gewählt. Ich wollte eigentlich nur vielleicht einen Tipp geben. Es gibt nämlich neben der Ausschreibung gibt es nämlich auch das Instrument, wie man es ausschreibt. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie man eine Stelle ausschreibt. Und die kann man, ich sage es jetzt mal sehr überspitzt, kann man ausschreiben, muss 50 Jahre alt sein, blonde Haare und so weiter. Das ist wirklich nur auf einen Pass. Das kann man machen, wenn man es will. Ja, da würde ich mich dann anschließen. Wir sind in Bayern, hört man das? Ja. Und wir Bayern müssen ja Ausgleichszahlungen leisten an die anderen Bundesländer. Also wir Bayern haben eigentlich sind ein reiches Bundesland und trotzdem zahlt an den Universitäten in Bayern, kriegen wir jetzt zum Beispiel seit einem Semester 25 Euro. An der Universität. Bis 2009 haben wir 18,50 gekriegt. Es hat sich keiner für uns eingesetzt. Da ist niemand, den wir fragen könnten, kannst du für uns tätig werden? Die Chefs sind wohlwollend, die Rektoren sind wohlwollend, das Ministerium ist wohlwollend, die Politiker hören uns, aber es tut keiner was. Und meines Erachtens ist, wo ein Wille, da ein Weg. Wenn man sieht als Rektor, da stimmt was nicht, kann man sich eigentlich nicht dafür einsetzen, dass im eigenen Haus mehr Gelder bereitgestellt werden. Also so meine Frage, dass es uns besser geht. Ich darf noch erzählen von einem Fall an der Uni hier in München. Ist der Kollege, der diese wirtschaftliche Unabhängigkeitserklärung nicht unterschrieben hat, ist er, ohne dass man ihm das mitgeteilt hat, entlassen worden, nicht mehr angestellt worden. Und das sind so Sachen, wir haben keinerlei Sicherheit. Wir müssen dem Staat unterschreiben, dass wir wirtschaftlich unabhängig sind. Eine Erklärung dafür abgeben und wir selber haben keine Sicherheit. Und da frage ich mich, könnte nicht jemand, der das in der Hand hat, wie die Rektoren oder die Leiter der Musiklehrstühle, gibt es da gar nichts, wo man da ansetzen könnte, trotz der ganzen besprochenen Schwierigkeiten? Ja, ich würde die Frage gern weitergeben jetzt.
Ich denke schon, dass die Gestaltungsspielräume der Leitungen, Rektorate oder Dekanate sehr, sehr eingeschränkt sind. Also wir können nicht eigenständig zum Beispiel die Lehrauftragsvergütungen anheben, weil wir haben da bestimmte Haushaltstitel, die wir dafür einsetzen können, und da ist eine Deckelung da. Also wir können auch nicht das Lehrvolumen absenken und das Geld dann an weniger Lehrbeauftragte verteilen. Also das sind Maßgaben, die wir als Hochschulen auch umsetzen müssen und befolgen müssen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch in Bayern die Lehrbeauftragtenvergütungsverordnung. Das ist also auch schön auszusprechen, also sehr langer Begriff. Und da gibt es eine Deckelung der Vergütung auf 55 Euro maximal. Und da sind wir jetzt mit unserem Regelsatz auch schon nahe dran. Also im Grunde, wenn man zukünftige Zuwächse auch erreichen möchte, müsste diese Verordnung geändert werden, müsste es nach oben geöffnet werden. Also es stößt immer an bestimmte Grenzen, und wir haben doch wirklich sehr kleine Gestaltungsspielräume. Ich habe einfach noch eine Frage, und zwar habe ich jetzt mal gelesen, dass bundesweit nicht nur an den Musikhochschulen, sondern an allen Universitäten die Anzahl der Lehrauftragsstunden enorm in die Höhe geschossen sind. Ich weiß den Prozentsatz jetzt nicht mehr ganz genau, aber es war wirklich erschreckend hoch. Kann es sein, dass die Ausbildung unserer Studenten nicht finanziert wird, ausreichend finanziert wird von den Ländern, sodass die Hochschulen gezwungen sind, die Lehre über Lehraufträge zu machen? Also wenn man nicht nur, es kann nicht nur sein, ich meine, es ist erwiesen, dass im Prinzip also die Zuweisungen der Länder pro Studierenden eigentlich faktisch gesunken sind. Die vom Bund sind leicht gestiegen, wenn man jetzt also nicht also die Gesamtsumme betrachtet, sondern pro Studierenden, und die von den Ländern sind eigentlich deutlich gesunken. Das heißt, also wir haben in gewisser Hinsicht an der Stelle also eine Mängelwirtschaft, und da kann ich es zum Beispiel den Hochschulen überhaupt nicht verdenken, dass sie halt versuchen, bestmöglich damit zurechtzukommen im Rahmen der Möglichkeiten. Das führt dann natürlich zu so Dingen, wie zum Beispiel, dass das Instrument Lehrauftrag halt mittlerweile also stark gestiegen ist. In Bayern haben wir ungefähr eine Verdopplung von den also Lehrbeauftragten in Personen, aber auch von den Stunden in den letzten 15 Jahren gehabt. Und das zeigt halt eigentlich eindeutig, also dass da also strukturell was total schief hängt, weil wir keine ausreichende Grundfinanzierung haben, die wir entweder auf Honorare umlegen können oder besser halt also für entsprechende Planstellen einsetzen. Und da, glaube ich, muss man ansetzen. Das heißt, ohne Geld wird es nicht gehen, und auch nicht ohne erhebliches Geld. Und zu sagen, dass andere Bundesländer da jetzt auch nicht besser sind, ist für mich kein Argument, da nicht anzusetzen. Das ist, denke ich, auch noch eine Grundkrux in dem ganzen Spiel. Die Haushaltsgeber gestatten den Hochschulen bzw. verpflichten sie sogar dazu, hier eine Luxuslimousine zu fahren, nämlich eine hervorragende Lehre mit vielen Fachkräften, mit vielen ausgewiesenen Spezialisten. Das ist eine richtige Luxuslimousine. Auf der anderen Seite kriegen sie nur Geld für einen Kleinstwagen. Da stimmt was nicht. Und wie sollen sich da die Beschäftigten fühlen? Also jetzt nicht im arbeitsrechtlichen Sinn Beschäftigten, sondern diejenigen, die die Arbeit machen. Sie fühlen sich, so wie auch das Thema dieser Podiumsdiskussion heißt, als Dozenten dritter Klasse. Das ist eine Riesenungerechtigkeit. Das hat was mit Würde zu tun letztlich. Unsere Verfassung gibt vor, dass Würde das Maß aller Dinge ist für unser menschliches Zusammenleben. Und zur Würde gehören würdige Bedingungen, die äußern sich einmal in einer angemessenen Bezahlung. Wertschätzung ist das eine, aber die Wertschätzung muss sich auch in klingender Münze ausdrücken. Die Würde in den Arbeitsbedingungen, haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie der Professor, haben Sie gleiche Räume, haben Sie auch also angemessene Bedingungen, haben Sie die gleiche Sicherheit, haben Sie die gleiche Perspektive, haben Sie Aufstiegsmöglichkeiten? Das sind alles Fragen, die irgendwo mit Würde zusammenhängen, die eigentlich im Arbeitsleben als normal vorausgesetzt werden und auch als Grundkriterien einer Arbeitszufriedenheit sich durchgesetzt haben. Also Wertschätzung, Perspektive, Aufstiegschancen. Und das sehe ich hier alles nicht. Das ist eine Riesenschieflage. Also da müssen wir dringend was tun. Ich kann nur appellieren, setzen Sie sich dafür ein, als Politikerin, dass da massiv was geschieht. Also auch auf Bundesebene, dass die Rahmengesetzgebung da entsprechend angepasst wird. Das ist ein dickes Brett. Und es ist letztlich ja eine relativ kleine Gruppe, die hier irgendwo, etwas böse formuliert, ausgebeutet wird. Dankeschön. Ja, ich habe jetzt ein bisschen das Dilemma, dass wir noch weitere.
Ganz kurz, bitte. Ist, was die Ministerin Frau Dr. Kichle als Antwort dem Bayerischen Musikrat geantwortet hat. Ich zitiere, im Frühjahr dieses Jahres. Frau Kichle sagt, dass sich die Hochschulen in der Vergangenheit falsch verhalten haben, als sie Aufgaben der Grundlehre an Lehrbeauftragte vergaben und einen großen Teil des Lehrbetriebs über Lehrbeauftragte entwickelten. Die Ministerin sagt das. Sie wird den Hochschulen und Universitäten eine Selbstverpflichtung abverlangen, in der sie sich verpflichten, in Zukunft anders zu handeln. Jetzt kann man nur hoffen, dass Frau Kichle Ministerin bleibt und ihren Worten Taten folgen lässt. Ja, wobei ich jetzt an der Stelle tatsächlich jetzt feststelle, dass das ganz gut zu dem dritten Punkt passt, was Sie sagen, denn möglicherweise kann man genau das dritte, was ich jetzt hier gerade auf meinem Laufzettel habe, genau unter einer solcher Handlungsoption verstehen. Bitte schön. Ja. Also ich bin Maria Stange und Lehrbeauftragte für Harfe in Karlsruhe und Stuttgart, nur zur Erklärung. Also eigentlich sind wir doch auch hier nicht nur, um für uns zu kämpfen, sondern für die Zukunft zu denken. Für die Leute, die wir ausbilden, für die Studenten, für die Musiker, die später im Berufsleben stehen und vielleicht später ein Leben bewerkstelligen wollen ohne prekäre Situation oder wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt kommt diese Frage auf, dieser mehrfachen Lehraufträge in einem Bundesland, in mehreren Bundesländern. Warum? Also mir stellt sich einfach die Frage, wenn jemand eine feste Stelle hat und dann diese per Definition Lehrauftrag als Nebentätigkeit haben darf, aber die eben mehrere Lehraufträge haben, keine feste Stelle haben, warum dürfen die nur eine dieser Stellen haben? Oder warum gehen wir nicht alle ans Finanzministerium oder laden eine Riege von Menschen aus dem Finanzministerium ein und diskutieren das mit denen, dass einfach mehr Geld fließen kann in diese Richtung? Oder was schlägt der DOV vor? Was schlagen Sie vor als Rektor, was kann man tun, um das zu bewegen? Wollen Sie darauf antworten? Ja, da geht es jetzt um die Frage der Begrenzung der Stundenzahl in einem Bundesland jeweils. Also wenn Lehraufträge in verschiedenen Bundesländern wahrgenommen werden, gibt es ja diese Grenze nicht, aber in einem Bundesland eben schon, weil es ein Arbeitgeber ist, also der Freistaat Bayern oder Baden-Württemberg und dort diese Stundengrenze der Unterhälftigkeit entsprechender fester Stellen auch festgeschrieben ist für die Lehraufträge. Wir sind auch stärker als bisher angehalten, das gilt auch für andere Bundesländer, das auch zu überprüfen, weil eben eine Scheinselbstständigkeit die rechtliche Folge wäre, wenn also der Arbeitgeber da noch größere Teile oder ein noch größeres Volumen als freiberufliche Tätigkeit ausgeben würde, muss eben da abgewendet werden. Und das ist auch dem Rechtsstatus des Lehrauftrags geschuldet, dass das jetzt auch wirklich klarer geklärt wird. Ich denke, es ist auch die Folge dessen, dass früher Grauzonen entstanden sind oder der Aufwuchs des Anteils der Lehrauftragsstunden, das Thema von gerade am Gesamtvolumen, das Frau Kichle auch benannt hat, ist natürlich schon schleichend passiert in den 80er oder 90er Jahren, als die Hochschulen ja schleichend ihre Studierendenzahlen auch angehoben haben. Und das wurde aber strukturell nicht in den Stellenplänen abgebildet. Also da gab es nur die Möglichkeit, über zusätzliche Lehrauftragsstunden dem nachzukommen. Und viele Hochschulen sind bis heute in der Situation, dass sie feste Stellen kapitalisieren müssen, um den Bedarf über Lehraufträge abzudecken. Sozusagen die Suppe wird verdünnt, damit sie einigermaßen reicht. Und das ist natürlich eine strukturell unhaltbare Situation, die über Jahrzehnte entstanden ist. Also
Ich verfolge hier seit, also oder ich kann sagen, in München verfolgen wir doch die Politik, dass wir auf Qualität setzen bei den Studierendenzahlen. Also wir wollen keinen quantitativen Ausbau, aber auch für diese Qualität brauchen wir eine bessere Struktur in anderen Dingen. Aber das ist die Grundproblematik, die zu lösen ist in den nächsten Jahren. Eigentlich ist es ja so, dass dieser Brief auch von Frau Kiechle die Verantwortung und das alles an die Musikhochschulen zurückgibt, was jetzt wir Lehrbeauftragten auch nicht immer toll finden für die Musikhochschulen. Wir finden ja, dass im Ministerium oder in der Politik Dinge gelöst gehören, dass eben zum Beispiel die Aufmerksamkeit dahin geht, dass mehr Geld fließen kann in den Topf der Lehrbeauftragten oder in die Möglichkeit, diesen Status zu ändern. Gut, also das ist wirklich ein Rechenspiel. Man müsste eigentlich, also die einzige Option ist eigentlich, die Studierendenzahlen abzusenken und dadurch Lehrauftragsstunden in Anführungszeichen abzubauen. Und dann kommt man in strukturell gute Verhältnisse, aber das wäre sicher auch nicht im Sinne der Lehrbeauftragten. Obwohl mich jetzt da doch ein bisschen überrascht ist, sage ich mal, dass man ein System unterhält, das darauf abzielt, dass Leute im Nebenamt hier arbeiten müssen, vielleicht sogar mehrere Nebenende aufhäufen, weil es gar nicht anders gibt. Und dadurch werden jetzt die Musikhochschulen querfinanziert. Ist das wirklich auch eine Handlungsoption der Politik, an diesem Punkt anzusetzen, zu sagen, es kann doch nicht angehen, dass Kernlehrer, dass die Dinge, die eigentlich zum Grundinventar gehören, jetzt von Nebenberuflern abgebildet werden und die das dann auch noch dann gleichzeitig noch sagen müssen, sie sind davon gar nicht abhängig. Das ist etwas, was ich persönlich nicht so ganz verstanden habe. Was denken Sie darüber? Also wir haben also auch im Landtag mit großem Erstaunen von dem Brief aus dem Ministerium von Frau Kiechne an die Musikhochschulen beziehungsweise auch an andere Hochschulen gehört, also dass jetzt plötzlich nachgeprüft werden soll im Sinne der wirtschaftlichen Unabhängigkeit, dass alle unterschreiben müssen, dass sie tatsächlich nur einen Lehrauftrag und im Zweifelsfall noch einen Haupterwerb haben, weil also das über Jahrzehnte hinweg eigentlich stillschweigend geduldet wurde und es wussten natürlich alle davon, es wussten auch die Ministerien davon, also dass es gang und gäbe war, also mehrere Lehraufträge parallel zu haben an verschiedenen Hochschulen, dass das auch also durchaus teilweise gewünscht war, auch im Sinn von, dass man zum Beispiel also selten abgebildete Fächer also abbilden konnte etc. Und da gibt es auch so ein paar, also wie soll man sagen, also Schlupflöcher im Hochschulgesetz, die das zum Beispiel bei Musikhochschulen zulässt, bei anderen Schulen eigentlich nicht, also da, wo es sehr viel enger geregelt wird. Und also dass jetzt, nachdem eine politische Diskussion losgetreten wurde, auch medial, dass im Prinzip Lehraufträge also prekär vergeben werden, dass da im Prinzip mehr Stellen geschaffen wurden, dann darauf zu reagieren, zu sagen, ja, jetzt müssen wir also das Gesetz aber buchstabengetreu auf Kosten der Lehrbeauftragten befolgen und eben kein Geld ins System zu geben, das finde ich schon also ziemlich dreist und das ist auch ein Punkt, wo man, glaube ich, also im Ministerium auch nochmal deutlich also anpacken muss und das skandalisieren, weil so geht es eigentlich nicht. Ich meine, ich gehe mal davon aus, und das muss man ehrlich sagen, also ich glaube, die Tage von Frau Kiechle sind gezählt, aber wir können bloß darauf hoffen, also dass da mit einem Neuanfang tatsächlich da auch strukturell angesetzt wird. Ja, stimmt. Aber jetzt auch. Also diese Erklärungen sind ja auch, werden ja weitergegeben an die Musikhochschule oder an die Hochschulleitungen und die machen das ja auch. Also da gäbe es doch auch eine Möglichkeit der Hochschulleitungen zu sagen, nein, da machen wir nicht mit. Also das ist jetzt wieder auch an Sie eine Frage. Sie sagen, ja, Sie haben die Hände sind gebunden. Also ich finde schon, dass man da sagen kann, okay, das sind meine Leute, die arbeiten jahrelang für mich und jetzt werden die so gegängelt. Da kann man auch mal sagen, okay, also das lassen wir uns nicht gefallen vom Ministerium. Also ich denke schon, also dass man da was machen kann. Also meine Meinung. Frau Engelhardt hat sich länger gemeldet. Genau dazu habe ich eine Idee. Ich komme aus Sachsen und da
Haben die Kunsthochschulen mit dem Ministerium sehr hart verhandelt? Weil es gibt ja immer diese Zielvereinbarungen, heißt das bei uns, oder Hochschulentwicklungsplan, wo die Hochschulen ja eigentlich über Jahre, über einen langen Zeitraum ihre Entwicklung sozusagen, ihren Bedarf oder auch ihre Ausrichtung mit dem Ministerium verhandeln können. Und ich denke, das wäre doch eigentlich so ein Hebel, wenn Sie jetzt sagen, Sie können nichts machen. Das wundert mich eigentlich, weil sowas, wenn Sie jetzt als Musikhochschulen von Bayern da geschlossen auftreten vom Ministerium, müsste da, denke ich, was zu machen sein. Noch ein Satz noch zu dieser Nebenberuflichkeit. Wir haben sowohl das Haus Spänle und jetzt Haus Kichle angeschrieben als Verband und haben darauf hingewiesen, dass wir befremdet sind über diesen Wechsel der Praxis. Man betreibt jahrelang ein Laissez-faire-Spiel und lockt die Leute in die Falle. Alle sagen, okay, ich hab's ja irgendwie geschafft, ich bin Lehrbeauftragter an mehreren Hochschulen, davon kann ich mich ganz gut über Wasser halten. Und jetzt plötzlich wird eine Hälfte gekappt. Das ist sozial nicht tragbar. Da haben wir darauf hingewiesen. Wir haben eine sehr lapidare rechtliche Antwort bekommen. Das bewegt sich alles, oder aufgrund der Vorschriften sind wir gehalten, so zu handeln. Die Vorschriften sagen genau das, das stimmt, ich habe das alles geprüft. Es steht im Hochschulgesetz und auch im Hochschulpersonalgesetz, Lehrauftrag wird im Nebenberuf ausgeübt. So, was ist Nebenberuf? Nebenberuf ist alles, was ganz unterschiedlich, also es ist ein Terminus, der tritt in vielen Rechtsgebieten auf. Irgendwas zwischen 11 und 18 Stunden ist noch Nebenberuf. Auch wer keinen Hauptberuf hat, kann einen Nebenberuf ausüben, zum Beispiel im Ehrenamtsrecht, also Übungsleiter Freibetrag. Das kann auch derjenige, der Hausmann ist, kann nebenher einen Nebenberuf ausüben und kann dafür seine Trainingseinheiten oder die Chorleitung steuerlich günstig absetzen, so, oder geltend machen. Bitte? Oder Militärberater, ja. Da habe ich keine Erfahrung, das weiß ich. So, man nimmt dort dann eine sehr formale Betrachtungsweise ein im Ministerium und da stiehlt man sich irgendwo aus der Verantwortung. Andersherum formuliert, ich habe vorhin von der normativen Kraft des Faktischen gesprochen. Die Vorschriften, die es ermöglichen, so einen Lehrauftrag einzurichten, die wurden angepasst. Da hat man sich sehr schnell an Bedarf der Hochschulen orientiert und hat diese Passagen in die Kunsthochschulgesetze eingefügt. Dass eben auch an Kunsthochschulen können eben Lehraufträge auch für die Grundlehre oder sowas vergeben werden. Das hat man sehr schnell erkannt, das brauchen wir. Diese Karte ziehen wir uns mal. Und das hat der Gesetzgeber auch mitgemacht. Aber die Kehrseite der Medaille, die vielen Beschäftigten, die immer dünner werdende Suppe löffeln müssen und sich wundern, dass sie abends nicht so richtig satt sind, da stimmt was nicht. Und da muss was geändert werden. Also da kann ich nur an alle appellieren, machen Sie sich stark, machen Sie richtig Alarm. Das muss in der Politik ankommen. Da brauchen wir eine große Breitenwirkung, am besten bundesweit. Danke. Ich sehe noch zwei Wortmeldungen jetzt zu diesem Thema. Bitte. Also ich bin auch hier aus München und ich sehe jetzt bei der ganzen Diskussion, die wir hier führen und auch so schön, wie das ist, dass wir heute so eine Podiumsdiskussion haben und auch wie toll ich das finde, dass Sie vier sich da oben hinsetzen. Aber unser Problem ist ja, dass unser Ansprechpartner eigentlich gar nicht da ist auf der Bühne, unser direkter Ansprechpartner. Wenn diese Veranstaltung heute, wären die zwei Wochen vor der Bayerischen Landtagswahl stattgefunden hätte, dann wäre jemand aus dem Kultusministerium hier oben gesessen. So reden wir ins Leere. Jetzt können sich natürlich alle rausreden. Es gibt noch nicht und Koalitionsverhandlungen. Alle, die einen Parteien müssen Wunden lecken, die anderen beschließen heute, dass sie jetzt bald mitmachen. Aber das Kultusministerium auf Beamtenebene, die sind von unten bis oben sitzender Juristen. Wie kann das sein, dass über Jahre, über Jahrzehnte stillschweigend irgendwie rechtliche Lücken so hingenommen werden? Auf einmal kommt jemand, eine Seiteneinsteigerin in die Politik, die das Amt übernimmt, die vielleicht einen anderen Blick hat. Dann werden wieder plötzlich juristische Schreiben rausgeschickt, das kann nicht sein und hier noch ein zweiter Lehrauftrag und so. Leute, das stinkt doch alles zum Himmel. Und wenn über Würde und Wertschätzung geredet wird, dann zeigt es doch, wie groß die Wertschätzung ist, dass niemand vom Kultusministerium da sein. Irgendein Staatssekretär hätte heute Zeit. Und das würde bei dem auch in die
in die bezahlte Vorbereitung oder Nachbereitung seines Jobs gehören. Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Anton Salzbrunn. Ich bin Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Bayern. Ich kann eigentlich meinem Vorredner nur recht geben. Der Fakt, dass also hier vom Kultusministerium oder von den Regierungsparteien niemand da ist, ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Sie werden nicht wertgeschätzt. Und ich kann auch einem Vorredner auch recht geben, Sie müssen Rabatz machen, Sie müssen sich auf Ihre Hinterfüße stellen, Sie müssen laut werden, weil nur so kann man überhaupt sich in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen. Wir haben ja viel Erfahrung als Gewerkschaft mit Tarifverhandlungen. Und die Tarifverhandlungen laufen nicht so ab, dass wir sagen, wir haben eine Forderung, dann setzen wir uns an den Tisch und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Sondern da muss man was tun, da muss man auf die Straße gehen und man muss sich dagegen wehren. Und man muss notfalls auch zu dem entscheidenden Mittel greifen, was Gewerkschaften nun mal haben. Sie müssen die Arbeit verweigern, sie müssen zum Streik aufrufen. Anders funktioniert es nicht. Wir haben auch bei Lehrbeauftragten schon mal einschlägige Erfahrungen gemacht, schon sehr lang her, bei den Sprachlehrbeauftragten in Erlangen, als die mal kurz vor der Prüfung gesagt haben, nee, zu dem Honorar arbeiten wir nicht mehr, nehmen wir keine Prüfungen ab, ist das Honorar sehr schnell gestiegen. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Also wirklich von einem Tag auf den anderen. Das war eine Stundenentscheidung. Ich glaube, dass man hier sich was anders überlegen muss, als das den Ball sich wieder immer hin und her zu schieben zwischen Kultusministerium und Hochschule. Die Hochschule ist in einer prekären Situation. Sie muss die Suppe einfach dünner machen. Sie muss mit dem Geld auskommen, was ihr zur Verfügung steht. Und dass jetzt die Frau Kichler so antwortet, wie sie geantwortet hat, ist doch ein weiterer Ausdruck, das hat die Kollegin da oben auch schon richtig gesagt, ist es ein Ausdruck von einer Geringschätzung. Das heißt, man vertagt es woanders hin und gibt es hier so nicht, nimmt nicht die Verantwortung an, die man hier eigentlich hätte. Aber warum nimmt man die Verantwortung nicht an? Weil man sagt, das ist eine kleine Gruppe, geht uns nichts an, die sollen schauen, dass sie zurechtkommen. Und bisher hat ja alles wunderbar funktioniert. Es gibt andere Bereiche. Wenn ich mal den Bereich der Erwachsenenbildung nehme, den kenne ich auch sehr gut, da hat man es auch so gemacht und hat man es jahrelang so gemacht. Und vor ein paar Jahren hat man festgestellt, dass man für den Bereich der Integrationskurse keine Lehrbeauftragten oder keine Dozenten mehr bekommt, die freiberuflich für 23 Euro Stundenentgelt das machen. Und so schnell konnten wir gar nicht schauen. Dann hat der damalige Innenminister Schäuble das Honorar von 23 Euro auf 35 Euro angehoben. War unsere Forderung damals. Und ich glaube, dass das also auch zum Ausdruck bringt, wie man reagiert und wann man reagiert. Stelle ich meine Arbeitskraft ständig zur Verfügung, auch zu einem schlechten Honorar, ist es so, wie es ist. Wehre ich mich dagegen, habe ich eine Chance, vielleicht hier was mehr durchzusetzen. Ich möchte aber noch etwas sagen zu dem arbeitsrechtlichen Rahmen. Man kann schon auch arbeitsrechtlich einiges bewegen. Man könnte durchaus hier Tarifverträge schließen, auch für freiberuflich tätige Lehrbeauftragte. Das haben uns die Journalisten schon seit Jahrzehnten vorgemacht. Bei denen gibt es einen Tarifvertrag für ihre freiberuflich tätigen Journalisten, wo nach Wort und Ziffer bezahlt wird. Das wäre durchaus machbar. Das Zweite, was man machen kann, man kann natürlich auch hier, was viel sinnvoller ist, aus Daueraufgaben Dauerstellen schaffen. Das ist eine alte Forderung von uns und ich denke auch von der Orchestervereinigung, so wie Sie es gesagt haben, mit Sicherheit auch. Und ich denke, da sind wir auch uns durchaus einig. Es ist schwierig, das durchzusetzen, aber man muss hier schauen, inwieweit man auch Bündnisse schließen kann mit anderen Lehrbeauftragten, mit anderen Hochschulangehörigen, um hier diese Situation zu verbessern. Wir haben die Situation bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern oft befristet tätig. Wir haben die Situation bei den studentischen Hilfskräften, die gar nicht im Tarifvertrag der Länder erfasst werden, die werden ausdrücklich ausgenommen, steht so drin. Und die wissenschaftlichen Mitarbeiter werden auch nur zum Teil erfasst. Das heißt, sie kriegen zwar ihre Vergütung nach der TVL-Tabelle, aber da sind viele Punkte, wo sie gar nicht mit berücksichtigt werden. Es gibt einen Punkt, wo man mal überlegen muss, inwieweit das eine Rolle spielt. In den Schulen ist es so, kann ich keine Lehrbeauftragten oder Freiberufler einstellen. Warum? Weil die Kolleginnen und Kollegen dort eingebunden in den Betrieb sind und damit eine Bedingung erfüllen. Würde man sie als Freiberufler einstellen, wären sie scheinselbstständig, wäre es eindeutig. Und hier bei den Lehrbeauftragten hat man es ja auch gerade gesehen, man macht es auch so, man begrenzt es, weil man sagt, da ist die Gefahr der Scheinselbstständigkeit. Wäre es Scheinselbstständigkeit da, müsste der Freistaat vier Kalenderjahre rückwirkend die Beiträge zur Sozialversicherung und zur Steuer nachzahlen. Und deswegen nimmt man hier diese Sicherheitsnummer. Ich kann Ihnen daher nur empfehlen, sich auf die Hinterfüße zu stellen, mit allen und Bündnisse zu suchen, mit den Organisationen und mit den Parteien, die Sie unterstützen und mit den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Hochschulen,
die eine ähnliche, in anderen Fachbereichen eine ähnliche Erfahrung haben, um hier eine Veränderung herbeizuführen. Und das, was da vor dem letzten Jahr auch gelaufen ist, mit dieser Kundgebung, die Sie da hatten, größer zu machen und immer wieder durchzuführen. Und den Parteien hier, die das Sagen haben, in den Landtagen auf die Füße zu steigen. Danke. Ganz kurz eine direkte Replik. Den Vorschlag über die sogenannten 12a-Tarifverträge, also 12a-Tarifvertragsgesetz, das ist das, was die Journalisten zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk haben. Das haben wir auch gemacht, wohl wissend und auch darauf hinweisend, klar, beim Lehrauftrag läuft es anders, weil wir hier im öffentlichen Recht sind. Und das war auch die Replik des Ministeriums, ja, hier, das können wir hier nicht, weil wir gar nicht im Arbeitsrecht sind. Und auch an den Schulen sind wir auch nicht im, also an den Schulen sind wir im Arbeitsrecht bei den Dozenten oder Leute, die an der Schule unterrichten. Die haben Arbeitsverträge und an den Hochschulen gibt es eben dieses unsägliche Institut des Lehrauftrages. Das ist einfach dieser strukturelle Unterschied und der muss irgendwo geknackt werden. Da muss das Recht an die Verhältnisse angepasst werden. Ja, es gibt noch einen weiteren Themenkomplex, der den Kollegen hier sehr auf den Nägeln gebrannt hat. Also es ging um das Thema Alterssicherung. Dazu gibt es jetzt auch einen kurzen Input, wenn ich das richtig sehe. Frau Oskian, vor knapp einem Jahr haben die Freien Wähler im Bayerischen Landtag einen Antrag eingebracht, nämlich einen Sozialfonds. Und da geht es um diejenigen Lehrbeauftragten, die mehr oder weniger den größten Teil ihres Arbeitslebens schon hinter sich haben, die die ganze Zeit dieses geringfügige Einkommen hatten, die die ganze Zeit nicht die Chance hatten, eine gute Altersvorsorge aufzubauen, die nicht anderweitig eine feste Stelle haben. Dieser Antrag wurde im Bayerischen Landtag abgelehnt. Haben Sie dafür gestimmt? Ich habe unter großen Schmerzen dafür gestimmt, also um das ein bisschen zu erläutern. Also wir haben die Situation, dass eigentlich so eine Art Sozialfonds ist, was im Prinzip eigentlich systemwidrig ist. Also wir haben das auf Bundesebene für Tänzerinnen und Tänzer, sowas Ähnliches. Wir haben sowas im Sinn von Ehrensold für Schauspielerinnen und Schauspieler. Eigentlich muss das Ziel sein, dass man im Prinzip das in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen also umwandelt, also soweit möglich, und dann eine normale Beschäftigung, also sozusagen, herbeiführt. Das Problem an der Geschichte ist schlichtweg, also dass gerade für Lehrbeauftragte, also sehr darum geht, also dass es ganz viele gibt, deren Lebensleistung jetzt nicht abgebildet wird, man da irgendeine Lösung finden muss. Also ist das Instrument, wie ich finde, eigentlich also sehr unglücklich, aber mir fällt nichts anderes ein, wie wir es anders lösen könnte. Die Schwierigkeit ist an der Stelle, und das muss man auch ganz deutlich sagen, man schafft natürlich Ungerechtigkeiten, weil es gibt andere künstlerische Berufsgruppen, da gibt es sowas auch nicht und die bräuchten es an der Stelle auch, aber ja, also ich glaube, man muss sich irgend sowas einfallen lassen. Ich glaube, deswegen müssen wir es auch weiter verfolgen, ungeachtet aller also, rechtlichen Schwierigkeiten, die wir auch damit haben. Ja, also wenn wir über das Thema Altersvorsorge reden, reden wir natürlich auch wieder um die Frage nach Stellen im Prinzip. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen die Frage, wie entscheiden wir uns eigentlich? Ne? Wie soll Lehre in Zukunft ausschauen? Wie soll Lehre gestaltet sein, damit eben diese Probleme, die ja vielfältig sind und komplex, dann irgendwie in ein Fahrwasser kommen, das auch lösbar ist, wo dann auch diese Probleme, die sich durch dieses Institut Lehrbeauftrag ergeben, gelöst werden können, und zwar dauerhaft und auch regulär und fair, dass wir also auch wissen, dass wir auch tatsächlich uns auf das verlassen können und nicht hunderte von kleinen Nebenschauplätzen haben, die wir beachten müssen, um vielleicht plötzlich festzustellen, dass ich zum Beispiel keine Alterssicherung habe, weil ich einen Lehrauftrag gemacht habe. Da war eine Wortmeldung. Ich kann es an meinem Beispiel festmachen. Nicht ganz, aber so im Prinzip. Ich bin seit 40 Jahren Lehrbeauftragter und hätte dann am Schluss eine Rente von knapp 700 oder 600 Euro. Über die KFK. Immerhin. Ne? Immerhin. Aber was ich meine ist, wir müssen selbstverständlich jetzt eine Lösung für die neuen Kollegen finden. Aber wir dürfen die Alten nicht aus dem Blick lassen. Die Fairness besagt, dass auch die Leute dann noch ein einigermaßen vernünftiges und Auskommen dann mit ihrer Rente haben. Und darum geht es dann eigentlich.
Ich würde gerne mal einen Blick drauf werfen auf den Anfang des Lehrauftrags. Oft sind die, oder eine Gruppe der Lehrbeauftragten sind ja auch junge Leute, die nach ihrem Studium Eingang finden wollen in die akademische Lehre. Und da haben wir auch ein ganz großes strukturelles Problem an den Musikhochschulen, das auch der RKM sehr am Herzen liegt. Wir haben nämlich überhaupt nicht die gleichen Förderinstrumente für junge, für den künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs in der Lehre, wie die im Vergleich zu den Universitäten. Da fängt es schon an. Also das einzige Instrument, das es bei uns gibt, sind Lehraufträge, damit junge Leute überhaupt Lehrerfahrung sammeln können, um bewerbungsfähig zu werden für feste Stellen. Das heißt, die sind dann schon mehrere Jahre in Lehraufträgen, müssen sich finanziell natürlich auch anderweitig dann orientieren, über Wasser halten, können sich von daher nicht auf die Entwicklung ihrer Inhalte konzentrieren. Und das ist auch ein strukturelles Problem, das wir gerne aufrufen wollen. Ich möchte nicht das andere Problem, dass langjährige Lehrbeauftragte dann ohne wirksame Altersvorsorge dastehen, gegenüberstellen. Also das sind beides Probleme, aber es fängt hier schon an und da fordern die Musikhochschulen wirklich verbesserte Bedingungen eigentlich, dass man aufschließen kann zu den Universitäten. Da gibt es Assistenzstellen, befristete wissenschaftliche Mitarbeiterstellen, da gibt es Doktoratsstellen, Postdoc-Stellen, Juniorprofessuren, all diese Stellenformen, die ja alle auch sozialversicherungspflichtig sind und von daher schon zur Altersvorsorge beitragen, gibt es an den Musikhochschulen nicht. Ulrike. Entschuldigung. Ja. Danke. Herr Redmann, weiß ich ja auch hier, also Höfer, ich bin von der Musikhochschule Freiburg aus Baden-Württemberg. Mir stellt sich jetzt die Frage, weil Sie als Vertreter der RKM, des Vorstandes der RKM ja hier auch sitzen. Ich erinnere das letzte Statement der RKM als Institution aller Musikhochschulen von 2014 oder 2013, glaube ich, war das auf die Mindeststandards der BKLM. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat die RKM dort das Mittellehrauftrag noch außerordentlich verteidigt. Also man hat da zwar auch als RKM höhere Honorare und mehr Gelder eingefordert, aber jetzt das, was Sie auch richtigerweise formulieren, kenne ich jetzt noch nicht als, sage ich mal, öffentlichkeitswirksames Statement der RKM als Institution. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas durchaus auch Gewicht hat. Könnten Sie sich vorstellen, in der RKM dafür zu werben, dass sie sich öffentlich vielleicht in struktureller Hinsicht auch äußert und den Lehrauftrag vielleicht auch als Instrument in Frage stellen kann? Denn das habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Es geht ja jetzt nicht um den Lehrauftrag als solchen. Also das Thema, das ich gerade versucht habe zu umreißen, ist die Förderung des künstlerischen, wissenschaftlichen Nachwuchses. Und das ist ja ein... Der wurde aber in diesem Bericht aus der Not geboren, weil... Ein neues Ja, also die Forderungen der RKM sind weitergehend in diesem Bereich. Und es gibt da auch Gespräche und Entwicklungen in den einzelnen Bundesländern. Das ist ja das Problem, dass so etwas nicht auf Bundesebene oder jetzt global zwischen den Bundesländern einheitlich Fortschritte zu erzielen sind, sondern Schritt für Schritt in einzelnen Bundesländern und dann wechselt die Praxis. Ich weiß zum Beispiel in Niedersachsen, an der Hochschule in Hannover, gibt es jetzt durchaus einige entsprechende Stellen. Wir haben da auch immer Probleme, in diese Bundesprogramme reinzukommen als Musikhochschulen. Das ist auch so ein Problem, weil wir als kleine Institution keine Fachabteilung haben, die solche sehr aufwendigen Antragstellungen bearbeiten können. Von daher sind wir da auch im Nachteil gegenüber den Universitäten, weil es gibt ja entsprechende Programme für den
wissenschaftlichen Nachwuchs in der Lehre. Wir brauchen halt mehr für den künstlerischen Nachwuchs. Und wir, es ist ein aktuelles hochschulpolitisches Thema, in dem die RKM sehr aktiv ist. Mein Name ist Claudia Schojan, ich bin auch Lehrbeauftragte an zwei Musikhochschulen in Baden-Württemberg. Und ich möchte jetzt gerade zu dem Punkt, was Sie da gerade angesprochen haben, was sagen. Ich finde das sehr interessant, dass Sie das jetzt anführen in dem Thema, wo Sie sich sehr stark machen, was aber eigentlich genau dasselbe ist, was wir fordern. Und im Prinzip haben Sie vorher gesagt, ich wollte nämlich zu dem Punkt eh nochmal einhaken, dass die Bestenauslese gilt, die Exzellenz. Wenn ich das höre, was Sie gerade gesagt haben, dann klingt das aber für mich, als ob das dann eigentlich eine Automatisierung gibt für den künstlerisch-wissenschaftlichen Nachwuchs in Stellen. Und im Endeffekt sind wir ja auch künstlerisch-wissenschaftlicher Nachwuchs, denn wir haben alle genau zu diesen selben Bedingungen irgendwann mal angefangen. Und genau diese Gruppe, Sie haben es dann auch nicht geschafft, oder besser gesagt, die Rektoren haben sich auch damals nicht dafür eingesetzt, dass für diese Gruppe was getan wird. Jetzt setzen Sie sich ein, das ist zu begrüßen einerseits. Andererseits, denke ich, müssen Sie diesen künstlerisch-wissenschaftlichen Nachwuchs, der eben schon leider sehr lange Nachwuchs ist, eben nicht vergessen und sich eben dafür genauso stark machen, dass das eigentlich auch dazugehört und dass man erstmal jetzt diese Gruppe versorgt und danach kommt dann der neue Nachwuchs. Es geht nicht anders, weil sonst stehen wir wieder außen vor. Dankeschön. Also nur noch mal ganz kurz dazu, ich habe vorher auch versucht, das in Worten zu beschreiben, dass ich nicht möchte, dass die verschiedenen Anliegen konfrontativ gegenübergestellt werden. Alle haben ihre Berechtigung und ich würde jetzt nicht priorisieren wollen. Also alle Felder müssen wirklich auch politisch bearbeitet werden. Und ich wollte bloß darauf hinweisen, dass das die Problematiken, die Sie schildern, ja irgendwann mal angefangen haben, und zwar an einer Stelle, wo es schon ein strukturelles Problem gibt an den Musikhochschulen. Und wenn man in die Kette eingreifen möchte, wenn man jetzt Jahrzehnte vorausblickt, dann ist es auch gut, dass man sich um diesen Anfang der akademischen Lehre speziell kümmert. Bei der Gelegenheit fällt mir so ein bisschen ein, ein Teil des Problems ist ja vielleicht auch das, ich nenne es jetzt mal das Kooperationsverbot. Ich weiß nicht, ob das für die Hochschulen jetzt also genau in die ähnliche Richtung geht. Die Tatsache, es wurde ja jetzt angesprochen auch von Ihnen, dass es ja um die Frage von Stellen geht, von Förderstellen, von Fördertöpfen, von Fördermitteln, die auch vom Bund natürlich sehr stark geführt werden, die aber dann auch häufig dann irgendwie daran scheitern, dass eigentlich der Bund bestimmte Finanzierungen ja gar nicht machen darf, weil das Ländersache ist. Wie weit, Frau Oskian, würden Sie einschätzen, sind wir jetzt an dem Punkt, um das wirklich in Frage zu stellen, dass der Bund, dass man also auch Bundesmittel nicht auch für Länderaufgaben nutzen kann, auch gerade wenn es um Nachwuchsförderung geht? Ja, das ist jetzt natürlich ein heikles Thema, weil das Kooperationsverbot ist eine heilige Kuh, also wenn man so nimmt. Ich bin mittlerweile da sehr skeptisch, ob man das nicht wirklich schleifen sollte. Das ist auch eine Forderung, die man jetzt mittlerweile erheben sollte, weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue, das, was gerade anklang, es gibt ja dieses Nachwuchswissenschaftler-Wissenschaftlerinnen-Programm, das da unter Wanka eingeführt wurde, wo auch, also ich glaube, 1000 Stellen bundesweit also eingeführt wurden. Da hat jetzt nur die Friedrich-Alexander-Uni in Bayern und die LMU davon profitiert, weil die Hürden relativ hoch war. Und diese Stellen sind durch das Bundesprogramm zu 17,5% ausfinanziert. Das heißt, also wenn die Stellen dauerhaft erhalten bleiben sollen, muss das Rest die Länder drauflegen. Das heißt, also es funktioniert hinten und vorne nicht. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man sagen, gerade im künstlerischen Bereich Musikhochschulen braucht ein angepasstes Programm auf Bundesebene. Aber dann haben wir wahrscheinlich dasselbe Problem an der Stelle, dass dann also die Länder wieder extrem viel oben drauflegen müssen, was dann an andere Stelle also wieder abgeknapst wird. Und deswegen glaube ich, ja, man muss es irgendwann schleifen. Abschaffen. Also diese Initiativen, die beobachten wir auch mit sehr viel Interesse. Also das ist ja wirklich auch ein bundespolitisches Thema, was eine Diskussion, die sich zumindest allmählich eröffnet. Ist es noch zeitgemäß? Also Kulturhoheit der Länder, alles schön und gut. Sollte man da nicht mal sagen, also es gibt ein Bundeskulturministerium seit 20 Jahren mittlerweile, was interessante Vorgaben macht,
was auch Exzellenzförderungen vornimmt und dann auch mal ab und zu mal ein paar Millionen verteilt. Ist ja alles sehr schön. Aber kann man diese Gelder nicht auch institutionell einsetzen und da eben Stellen für schaffen? Das wäre sicherlich für alle Beteiligten sehr hilfreich. Förderprogramme für Junge, schön und gut, die haben die Möglichkeit, Anwartschaften aufzubauen für die Altersvorsorge. Aber was passiert mit denen, die eben schon seit einiger Zeit in die Falle getappt sind, deren Situation sich jetzt noch verschlechtert, weil sie nur noch einen Lehrauftrag pro Bundesland haben dürfen? Die sind dann auch nicht mehr so ganz jung, sage ich mal, auch wenn sie noch also geübter Nachwuchs sind. Aber wenn man dann mit 45 oder mit 50 dann mal sich ausrechnen lässt, was man so als Rente kriegt, da ist man tatsächlich in die Falle getappt. Wie soll man da noch Anwartschaften aufbauen? Das ist aus eigener Kraft nicht zu leisten bei diesen Stundensätzen, die es da gibt. Das heißt, hier muss konkret eine Hilfe geschaffen werden. Ob das nun dieses Institut eines Sozialfonds oder Ehrensoldes ist, das war ein guter Vorschlag. Wenn da der politische Wille da wäre, könnte man das machen. Oder dass man direkt sagt, die Hochschulen müssen Zusatzleistungen in die Rentenversicherung abführen. Das muss natürlich auch gesetzlich unterlegt sein, das Ganze. Das muss also, der Gesetzgeber hat da das erste Wort im Prinzip. Dass da noch die Chance besteht, irgendwie halbwegs auskömmlich aus eigener Kraft dann dazustehen. Denn am Ende, machen wir uns nichts vor, muss die Gesellschaft dann die prekären Rentner doch wieder stützen, weil mit 600 oder 700 Euro kann man selbstverständlich Grundsicherung beantragen, also Hartz IV. Ist das das Ziel, was wir haben bei unseren akademischen Beschäftigungsverhältnissen? Das kann es nicht sein. Ja, ich würde zu dem Themenkomplex gerne noch eine Meldung, da war jetzt von Ingrid Krieger noch eine Meldung gewesen, was das ist noch dazu? Ja. Ich wollte fragen, unsere stärkste Kraft ist doch die Imagination. Wenn wir uns jetzt vorstellen, hier in Bayern wurde die Mittagsbetreuung eingeführt, katastrophal. Karl Freller hat es eingeführt, die Kinder standen vor der Tür, wir mussten die Klassenzimmer kehren, haben Sand rausgekippt. Also da war nichts vorbereitet für die Mittagsbetreuung. Die Mittagsbetreuung gibt's. Sie funktioniert mit viel Einsatz und viel Geruckle. Das Gleiche ging mit dem G8. An Weihnachten waren die Schulbücher immer noch nicht fertig. Das G8 hat bis jetzt funktioniert. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, da gäbe es ein, zwei Rektoren von Musikhochschulen oder von Universitäten, die auch so arbeiten würden. Also sie würden hergehen und würden sagen, meine Lehrbeauftragten möchte ich anständig, human behandeln. Ab nächstem Semester kriegen die ordentliche Verträge. Würden wir da durchruckeln können? Also das ist so eine Vision von mir. So, wir sind so fein brav und denken immer in Gesetzen. Und weshalb kann man nicht mal so querdenken? Ich meine, wenn Karl Freller das schafft. Ich nehme das mal als Appell und würde vielleicht ganz gerne doch zwei Punkte zum Aufruf kommen lassen, auch weil die jetzt, auch das war auch eine Bitte der Kollegen, weil wir jetzt tatsächlich Themen aufrufen, die auch sehr viel unmittelbarer für die Kollegen sind, die vielleicht gar nicht so sehr die Frage berühren des Gesetzlichen oder des übergeordneten Politischen, sondern auch unmittelbar mit den Problemen sich befassen, die der Alltag so mit sich bringt. Und dazu möchte ich ganz gerne, ja, das Thema Sicherheit und Ausgewogenheit wurde hier aufgerufen. Da kommen wir ja wieder. Mutterschutz, Krankengeld, darauf habe ich ja keinen Anspruch, weil ich bin im Lehrauftrag, also das beißt sich in den Schwanz. Hätte natürlich jeder gerne eine Absicherung und ich hätte auch wahnsinnig gerne eine Absicherung dahingehend, dass ich einen Vertrag kriege, der sich Vertrag nennt und den ich nicht nur unterbreitet bekomme. Und wenn ich die Scheinselbstständigkeitserklärung da nicht unterschrieben habe, dann werde ich nicht mehr weiter beschäftigt. Also diese ganzen Schutzmechanismen, die sonst in Tarifverträgen sind, hat der Lehrauftrag nicht. Aber es ist eigentlich hinfällig, das zu erbitten oder zu erwähnen, weil wir bräuchten eigentlich ein anderes Instrument als den Lehrauftrag. Und insofern fände ich es klasse, wenn man den abschaffen könnte, irgendwo mal an einer Musikhochschule und da was anderes reinsetzen würde, so wie die Mittagsbetreuung. Ja, Frau Sköhren, können Sie sich vorstellen, also das sind alles Anliegen, die, wie gesagt, im normalen Tarif ganz normal erscheinen. Ob es tatsächlich möglich ist, auch trotzdem auf einer politischen Ebene
ich würde es mal zu dulden, dass Musikhochschulen dieses anbieten, ohne dabei gleich wieder, niedergemäht zu werden oder niedergemacht zu werden, zu sagen, nein, das ist jetzt alles überhaupt nicht im gesetzlichen Rahmen, das können wir so nicht machen. Wir können den Lehrbeauftragten hier nicht entgegenkommen und sagen, okay, wenn du krank bist, dann kannst du trotzdem dein Honorar weiter abrufen oder wir versuchen eine Rückkehroption offen zu halten für Menschen, die vielleicht tatsächlich jetzt in Schwangerschaftsurlaub gehen müssen oder in Schwangerschaftsausstand, müsste man ja eigentlich eher sagen, weil das in Urlaub gibt es ja tatsächlich nicht im Rahmen eines Lehrauftrages. Also was ich glaube, was ein wichtiger Schritt wäre, ist, dass man auch an der Stelle sowas wie eine Vertragsfreiheit einführt bzw. duldet, also dass sozusagen Verträge freier abgefasst werden können, dass man im Sinn von also guten Bedingungen, also in der Wissenschaft, dass man sagt, also man möchte auch nicht also Semesterverträge, sondern kann die auch länger fassen und an der Stelle einfach auch entsprechend also versucht, also die Lehrbeauftragten mit in die Personalvertretung reinzubringen, um auch da einen anderen Verhandlungsposition zu haben. Da begeben wir uns sicherlich also an der einen oder Stelle an einen Graubereich, wo man natürlich auch von Seiten des Ministeriums nicht die harte Tour fahren kann, sondern auch mal ein Auge zudrücken muss, wie entsprechend also die Hochschulen agieren und auch ins Risiko gehen. Denn natürlich, wenn das Ministerium sich auf den Standpunkt stellt, ja, also wir müssen das jetzt buchstabengetreu so wie bisher weiterführen, sonst klagen sich die Leute ein, dann ist das natürlich was dann eindeutig also im Prinzip das Risiko an die Hochschulen und auch an die Lehrbeauftragten auslagert. Aber im Prinzip gäbe es da durchaus Möglichkeiten, sich da, wie Sie sagen, also mit der Mittagsbetreuung erstmal ein bisschen durchzuwursteln und dann das Ganze grundsätzlich anzugehen. Also die Mittel, die ich hätte, um Lehrbeauftragten einen Vertrag zu geben oder sie zu bezahlen, müsste ich privat bezahlen. Und die reichen nicht aus. Also ich kann nicht meine privaten Mittel aufwenden und die Mittel, die der Hochschule von Staats wegen zur Verfügung stehen, sind ausgeschöpft. Die Planstellen sind alle besetzt. Da ist auch immer so ein Gedanke da, es müsste doch irgendwelche Stellen geben, die man noch vergeben könnte. Aber die sind alle vergeben. Die Hochschule hat einen Stellenplan und auf jeder Stelle ist etwas geplant oder die ist halt besetzt mit einem Stelleninhaber, einer Stelleninhaberin. Wenn die frei wird, kann sich die Hochschule überlegen, was machen wir damit. Und die Lehrauftragsmittel kommen aus einem anderen Haushaltstitel. Also eine Sache möchte ich sagen, was wir schon machen, da haben wir auch eine Gestaltungsmöglichkeit, wenn Lehrbeauftragte schwanger werden und eine Elternpause einlegen wollen, dann schauen wir wirklich, dass die wieder später zurückkehren wollen. Da haben wir ja auch eine Gestaltungsmöglichkeit, ja, weil wir können für eine Vertretung sorgen dann in der Zeit und dann eine Rückkehr auch ermöglichen. Da sehen wir uns als familienfreundliche Hochschule und das können wir auf jeden Fall im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben machen. Einen da hinten bitte. Ja. Nee, du. Gottfried, ja. Ich möchte Ihnen eine Geschichte aus Nordrhein-Westfalen erzählen. Das ist vielleicht schon eine Weile her, aber 1980 waren wir vor der gleichen Situation, dass wir plötzlich unsere Lehraufträge nur noch einmal im Jahr bezahlt kriegten oder einmal im Semester und dass alle diese sozialen Verhältnisse abgeschafft werden sollten. Daraufhin haben wir die Hochschule mal für 2 Wochen zugemacht. Das hört sich jetzt zwar so ein bisschen lapidar an, war aber eine unglaubliche Aktion, die dann auch dazu geführt hat, dass wir in Nordrhein-Westfalen diese sozialen Dinge wie die Weiterzahlung im Krankheitsfall, wie die Krankenversicherung, wie die Rentenversicherung, zwar wenig, wie eben geschildert, aber immerhin doch, wie zum Beispiel diese ganzen sozialen Leistungen dann doch plötzlich aus dem Ministerium bezahlt werden konnten. Wäre das nicht eine Sache hier für Bayern? Ja, ich würde einfach mal die Frage mal so gießen wollen, ist der politische Druck hier noch nicht groß genug?
Frau Skiran, was meinen Sie? Also ich glaube, dass er sich langsam aufbaut. Also das ist ja bei solchen Dingen immer, also und das merkt man ganz deutlich, entweder hat was, also eine enorme politische Masse, dann geht es unter Umständen relativ schnell. Also und da war das Stichwort G8-G9 so, dass das wirklich ein also sehr großes Thema ist. Da ging es um ganz viele Verbände, die hinterher waren und sehr viele Eltern, Großeltern, Familien. Und auch das hat aber relativ lange gedauert. Dann irgendwann, also war es soweit und es ist übergeschwappt. Man muss natürlich sehen, dass das hier etwas ist, was also eine bestimmte Berufsgruppe betrifft und da muss man einfach noch lauter sein, um das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu setzen, aber man merkt, die Resonanz wird doch zusehends größer, auch in den Medien und man merkt auch, also wie aus der Reaktion, also mit dem Brief an die Hochschulen, also dass da durchaus, also würde ich sagen, im Ministerium, also da also so ein bisschen die Flatter geht, irgendwas muss man tun, jetzt tut man erstmal versuchen, irgendwie alles abzubügeln, aber sowas hält erfahrungsgemäß nicht lang. Also ich glaube schon, wenn man den Druck aufrechterhalten kann und immer wieder die Forderung erneuert, beziehungsweise da auch, also das auch nochmal deutlich macht, was sind das für Lebensverhältnisse, dann wird sich da was tun, aber in welchem Zeithorizont kann ich auch nicht sagen. Ich hoffe natürlich jetzt relativ schnell, aber die Erfahrung zeigt, vielleicht dauert es auch noch was, aber es wird funktionieren, da bin ich überzeugt. Da Gottfried in die Geschichte gegangen ist und diese ganzen Themenbereiche, die Sie ansprechen, mir im Kopf rumgehen und ich auch überlegt habe, dass dieses Thema Lehrbeauftragte schon so viele Jahrzehnte eigentlich durchaus auch mit Protesten der Betroffenen begleitet ist. Es gab sogar mal vor dieser Bundeskonferenz Lehrbeauftragte schon mal eine Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen, die aber dann wieder eingegangen ist. Und was mich einfach, wenn ich die Geschichte dieser ganzen, dieser Konstruktion betrachte, sind es eigentlich zwei Fragen, die mich beschäftigen. Die erste Frage geht vielleicht mehr in Richtung RKM-Vorstand. An uns Lehrbeauftragte wird auch oft aus den Rektoraten herangetragen, wir sollen uns doch an die Politik wenden und auch Druck machen, mehr Honorare, mehr Stellen. Und das ist ja über viele Jahre auch immer so ein Schräubchen gewesen. Ist es denn nicht eigentlich tatsächlich, sage ich mal, sind wir so ein bisschen die Quietschentchen für die Hochschulen, auf die man dann drückt, wenn man mehr Geld braucht? Ist das nicht, ich sage es ein bisschen provokativ, für die Hochschulen ganz gut, dass es das gibt? Und dann meutern wir eine Weile und dann kommt ein bisschen Geld und dann schläft das Ganze wieder ein. Die Leute können dann auch nicht mehr, weil das einfach, und das, die Frage geht dann in Richtung Sie, Frau Oskian, die rechtliche, politische Vernetzung dieses Lehrauftrages, die hat der Staat ja auf höchst intelligente Weise sowohl in der Hochschulrahmengesetzgebung, die allen Tür und Tor öffnet, in der Ländergesetzgebung, in der Hochschulautonomie, in den verschiedenen Vorschriften der Finanzverwaltung auf höchst intelligente Weise für den Normalbürger nicht mehr nachvollziehbar, für den normalen Lehrbeauftragten nicht greifbar, nicht mehr verständlich abgesichert. Also diese Konstruktion ist für den Staat perfekt. Es ist für die Hochschulen so eine Art Sprachrohr, wenn sie Geld brauchen, dann wird auf uns symbolisch draufgedrückt und wir jammern, wie es jetzt wieder passiert. Vielleicht schläft es dann wieder ein, vielleicht wird der Druck aber so groß auch, dass die Hochschulen selber Angst kriegen oder die Ministeriellen. Die erste BKLM in Frankfurt hat zum Beispiel der damalige Rektor gesagt, wir würden die Hochschulen mit unseren Forderungen gefährden in ihrer Existenz. Und das war einer der ersten Sätze, die damals der Herr, ich habe den Namen vergessen, der Herr Rietschel zu uns gesagt hat. Und ich behaupte, dass es unter der Decke dieses Themas bei den Verantwortlichen, bei denen, die die Macht haben in diesem System, einen Interessenskonflikt gibt, der an uns weitergegeben wird und der für uns fast unmöglich ist, eigentlich zu knacken. Und ich finde, das muss man offenlegen. Ich glaube, dass die Hochschulen dieses Ventil brauchen, wenn sie Geld, mehr Geld wollen. Oder vielleicht ist es auch nur ein Laissez-faire. Und der Staat hat sich gut eingerichtet in diesem Thema. Wie können Sie beide als Vertreter Ihrer Institution oder Berufsstandes, oder was können Sie da tun? Denn das Thema ist komplex. Also
Ich denke nicht, dass es so ist, dass die Hochschulen die Lehrbeauftragten vorschicken, wenn es darum geht, irgendwelche Breschen bei der Politik zu schlagen. Naja, also wenn ich das mal ganz offen sagen darf, also die Kunsthochschulen sind natürlich sehr kleine Hochschulen, alle miteinander. Und da fällt nicht sehr viel politische Aufmerksamkeit drauf. Also beim Thema Hochschulfinanzierung, Hochschulausbau, und zwar in allen Bundesländern, sind es ja sehr kleine Institutionen, rein zahlenmäßig gesehen. Und die Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind sehr gut organisiert, sind sehr stark in ihrer Interessenvertretung. Die Kunsthochschulen haben da Nachholbedarf. Wir versuchen das besser zu machen, auch eine Lobbyarbeit zu machen. Wir haben jetzt eher das Problem, ganz offen gestanden, dass die politische Aufmerksamkeit sich konzentriert auf das Thema der Lehraufträge und Lehrbeauftragten. Also wir finden es gut, wenn sich da was weiterentwickelt, aber tut. Aber dann merken wir, dann sagt die Politik, ja, jetzt haben wir doch 1 Million mehr für die Lehrbeauftragten in Bayern. Und jetzt muss doch wieder gut sein. Also die ganzen anderen strukturellen Probleme, die wir haben hier ein Beispiel, 270 Flügel. Und eigentlich müsste man jedes Jahr 8 Flügel kaufen. Wir können aber maximal einen Flügel kaufen. Das heißt, die Investitionsmittel sind viel zu schwach aufgestellt. Und das sind ganz andere Probleme. Also es sind sehr vielfältige, multiple strukturelle Probleme, damit wir in einem internationalen Wettbewerb auch so führend bleiben, wie wir hoffentlich immer noch sind. Aber da tut sich ja auch unglaublich viel international, wird investiert in Musikausbildung. Und wir drohen da immer mehr ins Hintertreffen zu können, weil strukturelle Veränderungen nicht umsetzbar sind. Auch Digitalisierung, also es gibt da wirklich große Investitionsbedarfe. Und ich freue mich, wenn wir was erreichen für und mit den Lehrbeauftragten. Aber wir dürfen die anderen Felder dann nicht vergessen, weil sonst heißt es jetzt, die Musikhochschule hat jetzt Geld gekriegt, aber das Geld geben wir natürlich weiter an die Lehrbeauftragten durch Erhöhung der Vergütungssätze. Also die Lehrbeauftragten haben dann was davon. Das ist auch wirklich wichtig und ein berechtigtes Anliegen. Aber die Hochschulen brauchen eben noch ganz andere Dinge. Ja, wie sieht die Politik das? Muss das irgendwann mal gut sein? Naja, ich meine, also freilich könnte man sagen, irgendwann muss es gut sein, bloß also gerade bei dem Thema Lehrbeauftragte ist es halt noch nicht gut. Also und da waren im Prinzip diese 1 Million, das war jetzt schon mal schön, aber das war jetzt also bei Weitem nicht der Bedarf. Das heißt, es macht Sinn, den Druck aufrechtzuerhalten. Und ja, also freilich ist es so, dass das immer so ein bisschen, also das beobachte ich auch von außen, immer so ein bisschen ein Spiel ist. Aus meiner Warte, Hochschulen verhandeln mit dem Ministerium, also können vielleicht auch nicht so nach außen sich so positionieren. Also weil das natürlich dann immer auch an die eigene Reputation geht, wenn man sagt, irgendwie wir gehen auf dem Zahnfleisch. Das heißt, man muss sich das immer auch gut überlegen, wie man da agiert. Man muss von Seiten der Politik versuchen, mit den Betroffenen halt also wirklich Öffentlichkeit zu schaffen, also gerade als Opposition das Thema immer und immer wieder zu spielen, um halt sozusagen die Regierung unter Druck zu bringen, also an dem Punkt anzusetzen und nicht an 10 anderen Punkten, weil das ist, glaube ich, gerade die Problematik, dass da immer so die Sichtweise natürlich auch ist, also wer schreit am lautesten und wo sind da Bedarfe, und da sind momentan halt Großmaßnahmen gerade geplant, also im universitären Bereich, dass man jetzt sagt, da haben wir eine Uniklinik hingebaut, dann wird wohl eine 10. Hochschule, eine Universität in Bayern eröffnet, und da muss man aber ehrlich sein, also da geht es um ganz andere Gelder. Das heißt, also ich finde schon, man kann an dem Punkt jetzt mal ansetzen und versuchen, den Punkt durchzufechten, und die anderen Themen muss man dann gleichzeitig im Auge behalten, das ist schon wahr, aber ich sehe es jetzt durchaus als auch ein Punkt der Aufmerksamkeit, wo man die Aufmerksamkeit wirklich bewusst drauf lenken muss. Und dann wendet man sich parallel oder danach dem nächsten Thema zu, wenn man das mal durch hat. Also insofern ist es eigentlich sehr wertvoll, wenn Sie sagen, also Sie fühlen sich da vielleicht ein bisschen ausgenutzt, aber gleichzeitig also funktioniert es nur so, um tatsächlich da die Kräfte zu bündeln. Ja.
Noch eins zur Finanzierung von Lehraufträgen. Ich könnte mir vorstellen, dass man strukturell etwas wirklich ändern und auch lösen könnte, wenn man die Lehrbeauftragten Gelder nicht unter sonstigen Ausgaben verbucht, sondern unter Personalkosten. Das wäre, glaube ich, einfach auch leichter, dann die jährlichen Anpassungen an die Lohnentwicklung mitzufinanzieren, wenn also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Lösung wäre, dass das Geld eben für die Lehrbeauftragten mit in die Personalkosten käme. Ja, also ich gebe den, Sie wollten sich noch äußern zu auch zu der Frage jetzt der, ne, dessen, des Lehrauftrags als Mittel überhaupt. Obwohl die Frage wurde ja jetzt auch ein bisschen angesprochen, ne, ob das überhaupt das Mittel in Frage zu stellen, ob man da auch mal kritisch mit umgeht. Ne, und auch die Frage, ob auch der Wertschätzung im Übrigen, das würde ich jetzt auch aus meiner Warte sagen, ne, also als Sachmittel verbucht zu werden, ist natürlich auch erstmal so, das ist Tatsache in einigen Hochschulen, dass wir als Sachmittel verbucht werden, das ist schon auch ein bisschen etwas, wo man ein bisschen staunt manchmal, ne, dass man sozusagen aus dem gleichen Topf kann wie der Flügel, den Sie gerade angesprochen haben. Ich wollte nochmal nachfragen, also meinen Sie wirklich den Lehrauftrag als solchen, dass die RKM nicht fordert, diese Form in eine ganz andere zu bringen, also sich nicht dem Lehrauftrag als solchen, also kritisch annähert? Also ich will Sie jetzt auch nicht überfordern. Ich weiß nicht, ob Sie das Papier von der RKM von 2000, diese Antwort auf die Mindeststandards auf dem Schirm haben. Das ist wirklich jetzt für uns, sage ich mal, das einzige wirklich öffentlich greifbare Statement der RKM zum Lehrauftrag. Und das ist durchgehend pro Lehrauftrag in jedem Aspekt. Und das meine ich, dass mir das fehlt, dass die RKM, so wie wir das hier kritisch hinterfragen, wirklich auch die Kehrseite des Lehrauftrags, und zwar nicht nur die Unterfinanzierung, sondern die ganzen Folgen halt auch mal zur Sprache bringen könnte. Das könnte ein weiterer Schritt sein, das ist meine Meinung. Na, es wäre natürlich ein Riesenschritt, den Lehrauftrag als Institution abzuschaffen und zu fordern, alle Lehrauftragsstunden durch Festanstellungen zu ersetzen. Aber die Hochschulen brauchen ja auch diese Flexibilität, die Lehraufträge auch den Hochschulen geben, weil wir haben einfach wechselnde Lehrbedarfe. Dann kriegt mal jemand einen Studienplatz in der Instrumentalkombination und dann mal in der anderen. Das müssen wir ja eins zu eins in Einzelunterrichten abbilden, das wissen Sie ja. Und, ja. Im Grunde haben Sie doch eine super Vorlage. Sie brauchen den Lehrauftrag, weil Sie 30% der Lehre damit aufrechterhalten. So, und jetzt, oder sogar 40 oder 50 oder 60. Ja, oder sogar 86. Das heißt, ohne Lehrauftrag können Sie dicht machen als Hochschulen, als Kunsthochschulen. Es steht im Hochschulgesetz extra drin, ja, an den Kunsthochschulen kann eben auch der Hauptunterricht durch Lehraufträge vergeben werden. Dann müssten Sie doch sagen, Sie stehen hier massiv unter Druck von Seiten der Lehrbeauftragten, dass das Institut Lehrauftrag so reformiert wird, dass es den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Das kostet natürlich in erster Linie Geld, das kostet die Bereitschaft, auch der Politik natürlich da was zu ändern, soziale Sicherung zu schaffen, Alterssicherung und so weiter, auch eine Entgeltfortzahlung, vielleicht mal auch Urlaubsentgelt, was ein normaler Arbeitnehmer auch hat. Also wenn wir jetzt hier über 80 Euro reden, dann wird das nur in 30 von 52 Wochen, wäre das dann was da gezahlt wird. Das muss man noch runterbrechen aufs ganze Jahr. Dann sind das wieder ganz andere Summen. Das ist ja jetzt keine exorbitant erhöhte Forderung, die wir da stellen oder die Lehrbeauftragten stellen. Aber das wäre doch eigentlich die Aufgabe. Wenn dieses System Kunst- und Musikhochschule aufrechterhalten werden soll, dann muss dieses Institut Lehrauftrag den Verhältnissen angepasst werden, den tatsächlichen Verhältnissen. Da sind wir wieder bei der normativen Kraft des Faktischen. Also ich denke, einerseits sicher haben Sie recht, dass das angepasst werden muss, aber andererseits würde ich auch gerne nochmal dahin zurückkommen, dass
eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, braucht doch die Hochschule, also brauchen die Musikhochschulen, die Kunsthochschulen einen stärkeren Mittelbau. Und der müsste, also wenn man mal das Verhältnis anguckt, so viele Lehrbeauftragte, so viele Professoren und so viel Mittelbau, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und ich stimme da Ulrike zu, der Konflikt ist meiner Meinung nach sehr, sehr komplex und ich glaube auch, dass es einen Konflikt gibt. Und ich wage jetzt mal die These, dass der auch darin liegt, dass die Musikhochschulen in der Konkurrenz zu den Universitäten stehen. Sie haben selber gesagt, die Musikhochschulen sind recht klein und haben ganz andere Strukturen. Das genau spüren wir ja. Und eine Universität baut sich ganz anders auf. Allein schon, wenn wir von künstlerisch-wissenschaftlichem Nachwuchs sprechen, das ist ja nicht die Realität an Musikhochschulen, sondern im Endeffekt haben wir drei verschiedene, und da sind wir bei dem Thema drittklassige Lehre, drei verschiedene Formen von Lehrenden, oder besser gesagt nicht verschiedene Formen von Lehrenden, sondern dreimal unterschiedlich bezahlte Lehrende, die aber im Endeffekt in der Regel bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Tätigkeiten ausüben. Und damit würde ich jetzt mal den Kreis schließen. Sie haben gesagt, ja, das Thema Lehrbeauftragte, das ist natürlich wichtig, aber nicht das Wichtigste. Aber ich sehe ganz genau, das ist eigentlich das allerwichtigste Thema an den Musikhochschulen, weil, wie Sie gesagt haben, die Musikhochschulen könnten dicht machen, wenn diese Struktur so nicht wäre. Und deswegen ein eigentlich Appell an die Politik, Sie sind leider die Einzige heute hier, aber natürlich genau an diesem Punkt einfach mal zu gucken, ist denn das überhaupt richtig? Ist eine Musikhochschule eigentlich eine oder eine Kunsthochschule, ich glaube, das betrifft ja auch nicht nur Musikhochschulen, sondern auch Kunsthochschulen, künstlerische Hochschulen, ist das eigentlich das gleiche Konstrukt wie eine Universität? Kann man das damit gleichsetzen? Genauso wenig in Baden-Württemberg hatten wir lange den Vergleich mit den Berufsakademien oder so ähnlich. Die mussten wir standhalten. Das war natürlich genauso verkehrt. Das hat man inzwischen verstanden. Und ich glaube, der Grundkonflikt liegt eigentlich auch da, weil das erlebe ich oder habe ich auch erlebt von den Rektoraten der Musikhochschulen, dass eben genau an dem Punkt der Konflikt liegt, dass die Musikhochschule eigentlich genau diesen universitären Status überhaupt nicht in Frage stellen will, natürlich, sondern ihn sogar noch untermauern will und ihn noch vergrößern will. Und da steht man in Konkurrenz untereinander innerhalb der Musikhochschulen, man steht in Konkurrenz ins Ausland, man steht in Konkurrenz zu den Universitäten im Land, außerhalb des Bundeslandes, außerhalb der Bundesrepublik und. Und ich glaube tatsächlich, so komplex ist das ganze Thema. Und deswegen möchte ich eigentlich uns nicht in eine kleine Ecke schieben lassen, sondern ich glaube, das ist eine ganz, ganz große und auch eine ganz, ganz große Baustelle. Und bitte eben eigentlich alle Beteiligten an einem Strang zu ziehen, dass wir uns dafür stark machen, dass diese unrechtmäßigen Arbeitsverhältnisse eben einfach abgeschafft werden. Den Lehrauftrag braucht man, da gebe ich Ihnen recht, aber wovon Sie sprechen, diese Flexibilisierung, ich kenne das aus eigener Erfahrung, den betrifft eigentlich nur einen relativ kleinen Stundensatz, vielleicht einen Lehrauftrag in Stunden oder zwei maximal, aber es gibt Bereiche, da unterrichten Lehrende vielleicht 10, Sie haben irgendjemand von Musiktheorie gesprochen, ich bin aus dem Bereich Sprecherziehung, das ist sowieso so ein Fach, was überall an den Hochschulen einen großen Teil ausmacht, aber im Endeffekt nie ernst genommen wird. Aber tatsächlich unterrichten viele davon sehr lange in einem Basisunterricht mit hoher Stundenzahl und ein kleiner Teil davon wird sozusagen geschobene Masse. Also das heißt, die Mittelbaustellen sind wichtig, also viel, viel mehr Mittelbau. Die Lehre muss vergrößert werden auf den Mittelbau, vielleicht auch auf Kosten von Professuren und die Lehraufträge klein halten. Vielleicht kommt man sogar dahin, dass im Endeffekt dann der Nachwuchs mehr gefördert werden kann oder vielleicht auch nur noch die Leute aus dem festangestellten Verhältnis die Aufträge nehmen müssen. Also das wäre der Wunsch. Also wenn man das Problem jetzt global betrachtet, stellt sich natürlich immer die Frage, wie viel Musikausbildung oder Kunstausbildung leistet sich eine Gesellschaft? Und Politiker werden auch immer vorrechnen oder im Kopf haben, wie viel ein Studienplatz kostet. Mit der ganz intensiven Betreuung im Einzelunterricht muss man sagen, dass tatsächlich Musikstudienplätze ganz oben an der Skala sind, nur noch getoppt durch Medizin, soweit ich weiß. Und das ist natürlich eine Kennzahl, die schon eine Rolle spielt. Und
die Furcht, die Herr, von der Herr Rietschel gesprochen hat, also würde ich jetzt nicht teilen. Ich denke schon, dass man auch offensiv und mit berechtigten Forderungen in die Gesellschaft, an die Politik herantreten kann. Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass es irgendwann mal heißt, brauchen wir so viel Musikausbildung? Die Zahl der Orchester sinkt, Opernhäuser, der Markt wird kleiner. Und dann, das sage nicht ich, aber das sagen andere, vielleicht auch Politiker, wir bilden dann demnächst Taxifahrer aus für viel Geld. Also solche Argumente höre ich sehr oft und wir müssen froh sein, wenn es gesellschaftlich ermöglicht wird, solche qualitativ hochwertige Ausbildung darzustellen. Und das ist eben die andere Seite, die man auch berücksichtigen muss, also als Empfindlichkeit, wenn man was erreichen will bei den Arbeitsbedingungen für die Lehrbeauftragten. Also dass da die Kosten anwachsen und es wird aufgerechnet pro Studienplatz jetzt eben noch teurer. Ja, ich würde ganz gerne noch zum Schluss auch noch den letzten Punkt, weil der, glaube ich, auch einigen sehr wichtig ist, nämlich um die Mitbestimmung und mit oder Teilhabe vielleicht besser. Ne? Da gab es auch noch ein Anliegen. Also Partnerschaft, Mitbestimmung, Mitgestaltung, Würde. Herr Majewski, Sie haben vorher kurz was eingebracht, das ist fast untergegangen. Ich würde Sie bitten, das nachher nochmal zu wiederholen zu diesem Thema. Frau Osgian, Lehrbeauftragte, Dozenten und Professoren haben in der Regel die gleiche Ausbildung oder die vergleichbare Ausbildung und üben die vergleichbare Unterrichtstätigkeit aus. Trotzdem ist es ein riesiger Unterschied zwischen diesen drei Schichten oder Klassen. Die Lehrbeauftragten können nicht in der Institutsleitung drin sein. Sie haben in seltensten Fällen mal irgendwas mitzuentscheiden. Im Senat haben Sie einen halben Vertreter, also das heißt manchmal einen, manchmal keinen, im Unterschied zu so und so vielen Professoren und in Anbetracht dessen, dass 30 oder 40 oder 50 oder 60% der Lehre von den Lehrbeauftragten gestellt werden. Wie sehen Sie das als basisdemokratische Partei? Ist das noch zeitgemäß? Also kann nicht auch aus diesem Gesichtspunkt mal über einen großen Wandel nachdenken. Ja, da machen wir natürlich jetzt das nächste Fass auf, also wo man auch, also denke ich, konkret aufmachen muss. Das eine ist also nicht vertreten im Rahmen der Personalvertretung. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist halt die Mitwirkung in den Hochschulgremien, die halt eher unzureichend ist. Und das geht so eigentlich also überhaupt nicht. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Thema bei Lehrbeauftragten. Auch generell haben wir aus unserer Sicht eine Schieflage, was also die Vertretung also der verschiedenen also Statusgruppen betrifft. Aber allein die Tatsache, also dass um wählbar zu sein, also ungefähr 10 Wochenstunden irgendwie momentan die Voraussetzung sind, also wir würden es gern absenken auf 4, damit also Lehrbeauftragte tatsächlich auch in die Hochschulgremien also gewählt werden können, also in nennenswerten Umfang und natürlich müsste man da entsprechend also die Mitwirkungsmöglichkeiten aufbauen. Da kann man sich trefflich drüber streiten, also wie, in welcher Form also man das machen kann. Also es wird momentan immer sehr viel also mit dem Thema also professorale Mehrheit begründet, wo man auch also durchaus also darüber diskutieren kann, wie die ausgelegt wird an der Stelle. Aber wir müssen da wirklich was tun, weil nur so kommt man meines Erachtens auch in den Diskussionsprozess in den Hochschulen rein, damit es auf Augenhöhe passiert. Also ja, wir müssen was tun. Ja, Martin, du wolltest auch noch was dazu sagen. Das Thema Würde wurde angesprochen. Das ist das, was als göttliches Auge im Tympanon unserer Verfassung oben abgebildet ist. Die Würde des Menschen. Das ist die Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens hier. Das heißt unter anderem auch Recht und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Gleichbehandlung. Es sind viele Tätigkeiten vergleichbar, die Lehrbeauftragte, Mittelbau und Professoren verrichten. Es gibt noch sicherlich strukturelle Unterschiede. Es wird dann immer auch, das hat das Ministerium übrigens auch geantwortet, ja, die haben ja keine akademische Selbstverwaltung, die Lehrbeauftragten. Deswegen muss man das hier anders sehen. So. Ja, aber sie würden gerne. So. Das heißt, das sind alles so, also das sind so kleine Stiche. Ja? Da fühlt man sich, denke ich, als Lehrbeauftragter sehr schlecht behandelt. Das sind eigentlich Watschen, die man da kriegt, wenn das so gehandhabt wird. Und das ist
letztlich unwürdig. Und da müssen wir alle für kämpfen, dass das dieser wichtige Teil der Ausbildung, wir werden es weiterhin brauchen, die Gesellschaft wird es sich auch leisten. Wir haben eine sogenannte Klassikwende, wir haben eine gegenläufige Tendenz, es werden wieder Stellen aufgemacht in den Orchestern. Also die Orchester an sich, also wir sind jetzt bei 129, nur kleiner Exkurs, ja. Und es wird wieder aufwärts gehen, die klassische Konzerte sind sehr en vogue und klassische Musik auch. Und insofern sind wir hier auf einem guten Weg und wir müssen dafür auch die Leute ausbilden. Und wir haben Berufsfreiheit, ganz wichtig, wir haben Kunstfreiheit und man darf das nicht reglementieren und sagen, ja, wenn wir nur 10 Stellen aufmachen, dürfen wir auch nur 10 Leute ausbilden. Das geht nicht. Das ist Planwirtschaft, das haben wir zum Glück hinter uns in allen Landesteilen. Von daher muss der Boden geschaffen werden, dass auch diejenigen, die diese wichtige Aufgabe wahrnehmen, das ist die Krone der Ausbildung. Wer bildet den akademischen Nachwuchs aus? Das sind eben unter anderem die Lehrbeauftragten, die auch selbst diese Laufbahn durchlaufen haben. Und die müssen eben auch so behandelt werden, dass es würdig ist. Und die Parameter haben wir alle ausgiebig diskutiert. Und dazu gehört natürlich auch, also ich habe es vorhin kurz angerissen, zur Arbeitszufriedenheit gehören Perspektive, Gestaltungsmöglichkeiten, ganz wichtig. Und das heißt auch im personellen Bereich, in den inhaltlichen Belangen der Institutionen müssen Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden sein. Wenn es nur heißt, hier unterrichte jetzt, das ist zu wenig. Feedback natürlich auch. Also das sind so diese drei Punkte. Und die müssen vorhanden sein. Das hat auch mit Würde zu tun. Also ich habe was sehr Merkwürdiges erlebt. Schon eine Weile her, 1999, war alleinerziehende Mutter, Musiklehrerin mit Lehrauftrag. Und das hat natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Dann habe ich noch beim Sozialamt, das hieß, glaube ich, damals Arge, aufgestockt. Die wollten mich gerne loswerden, haben mir eine ABM gegeben. Ich habe in der Stadtbücherei 2 Jahre gearbeitet. Daraufhin hatte ich Anspruch auf Arbeitslosengeld beim Arbeitsamt. Und das Arbeitsamt hat mich ausgelacht und gesagt, ich muss diesen ausbeuterischen Lehrauftrag aufhören, sonst geben sie mir kein Geld. So bin ich weggeschickt worden, 2 Tage vor Weihnachten. So, genau. Also ich bin dann wieder zurück zum Sozialamt und die haben mir dann tatsächlich nochmal Geld gegeben. Aber ist doch absurd, weil das beides öffentliche Stellen waren. Genau, das wollte ich zum Thema Würde nochmal. Damals hatte ich mich ein bisschen würdelos gefühlt, so minimal. Ja, ich muss leider jetzt im Hinblick auf die Zeit, wir haben nämlich schon die 5 Uhr und ich glaube, wir haben auch schon sehr ausgiebig gesprochen. Ich muss mich jetzt an dieser Stelle schon mal entschuldigen an alle, die ich jetzt nicht habe zu Wort kommen lassen oder nicht hinreichend zu Wort kommen lassen, würde aber doch noch um ein kurzes, eine kurze, vielleicht ja, kurze Aussage bitten, was Sie von diesem heutigen Tag so mitnehmen, auch um die was die Frage von Lehraufträgen betrifft, Frau Oskian, haben Sie an Erkenntnissen vielleicht doch gewonnen, jetzt auch im Blick auf Musikhochschulen und deren Lehrbeauftragte? Also zunächst mal, also ganz viel von den Themen sind bekannt. Also da ist klar, wir müssen da dran bleiben und wahrscheinlich noch lauter werden und möglicherweise auch die Schlagzahl von Aktionen erhöhen. Um also diese altbekannten Forderungen, wir brauchen mehr Geld, wir müssen die Quote der Lehraufträge absenken und mehr Dauerstellen einführen und Mitbestimmung, akademische Selbstverwaltung und so weiter. Was mich jetzt aber sehr ins Grübeln kommen lässt, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe langsam das Gefühl, wir müssen das Selbstverständnis, aber auch das Fremdverständnis von Musik- und Kunsthochschulen auch noch mal ein bisschen breiter betrachten, also auch den Stellenwert, den es hat für die Gesellschaft. Also wie bilden wir aus? Brauchen wir tatsächlich also einen akademischen Mittelbau in Dauerstellen, aber auch in Forschung stellen, weil das ganze Thema, also Forschung im künstlerischen Bereich, also kriegt man auch mit, ist in Deutschland tendenziell eher unterbelichtet. Das ist alles sehr, momentan wird gefördert, so eine instrumentelle Ebene. Wir bilden aus und da sind wir richtig gut und ich glaube, das ist ein Ansatz, wo man sich also breiter noch Gedanken machen muss, damit man insgesamt also auch den Stellenwert von diesen Hochschulen gegenüber den Universitäten, den anderen Hochschulen in der ständigen Konkurrenz um Aufmerksamkeit und Gelder hebt. Also das würde ich gerne noch weiter vertiefen. In der Zukunft.
Herr Redmann, wie können BKLMM und RKM in Zukunft weiter zusammen voranschreiten? Was meinen Sie, was wäre so Ihr Wunsch dabei? Also ich glaube, dass alle wichtigen Themen heute auch angesprochen sind. Und da geht es viel um Details, da geht es gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir auch partnerschaftlich ergänzen, jeweils in die Öffentlichkeit tragen können. Und ich denke, wir ziehen da auch wirklich am selben Strang. Und das ist aber eine sehr komplexe Angelegenheit, weil eben zwischen den verschiedenen Bundesländern immer so ein Gleichklang gesucht wird. Und das ist auch mit eine Tatsache, dass eben, wenn ein Bundesland sich vielleicht ein bisschen vorwagen würde, es von den anderen wieder zurückgepfiffen wird, sozusagen. Das ist ein Phänomen, das da ganz stark ist. Und ich denke, man muss in einzelnen Bundesländern etwas erreichen. Also es ist auch sehr regional oder föderal zu sehen und dann versuchen, in anderen Bundesländern ähnliche positive Entwicklungen einzuleiten. Dass es jetzt so eine ganz grundsätzliche Wendung bei dem Thema gibt, also den Status-Lehrauftrag abzuschaffen und anstelle dessen fest andere Beschäftigungsverhältnisse zu stellen, das wäre natürlich ein riesiger Schritt. Aber da sehe ich auch im Moment noch keine politische Bereitschaft. Aber ich möchte auch nochmal das aufgreifen, was ich vorher ja eigentlich negativ gesagt habe, dass wir das, wir hören es eben auch oft von der Politik. Also wenn ihr Probleme habt mit dem Budget, dann müsst ihr einfach weniger Studenten aufnehmen, Studierende. Dann habt ihr seid selber schuld dran. Ja, also wenn ihr eure Budgets überzieht, einfach statt 1.000 nur noch 800 Studierende und schon schaut es wesentlich besser aus. Sprich, Lehrauftragsstunden abbauen und dann können sich die Hochschulen auf diese Weise sanieren. Das ist diese einfache Lösung, die oft zu hören ist. Und das ist die Aufgabe der RKM, das ist die Aufgabe der Musikhochschulen, auch auf Landesebene den Wert ihrer Ausbildung für die Gesellschaft darzustellen. Und zwar für die gesellschaftliche Breite, für die Kultur, für auch einen internationalen, globalisierten Arbeitsmarkt. Und denke, da haben wir auch Zukunftsaufgaben, den Bereich der künstlerischen Forschung, Forschung oder künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung aufzugreifen, die ja in anderen Ländern sich weiterentwickelt hat. Wir haben aber auch eine sehr gute Ausbildungstradition sozusagen im handwerklich-künstlerischen Bereich, für die Orchester hervorragenden Nachwuchs auszubilden. Also, dass wir all das auch bewusst machen gesellschaftlich und da können wir eben auch Rückenwind dafür zu bekommen, dass die Politik sagt, ja, das müssen wir unterstützen, da müssen wir investieren und das müssen wir zukunftssicher machen. Ja, Martin, wo meinst du, wo stehen wir jetzt heute und hier? Was ich heute gelernt habe, ist, dass die Sache noch viel komplexer ist, als man es immer nur zu hoffen oder zu glauben wagt. Ich sehe, dass die Akteure hier auf dem Podium jeder ihren Part haben und alle irgendwo, oder als Rektor sitzen sie natürlich zwischen Baum und Borke. Deswegen Augen auf bei der Berufswahl, aber nein, wir sehen, es ist komplex. Sie stehen immer auch unter Rechtfertigungsdruck, das haben Sie auch deutlich gemacht. Wir als Gesellschaft müssen sehen, wie viel Musik, wie viel Kunst, wie viel Kultur brauchen wir. Ich denke, Kultur ist so gefragt wie nie zuvor, weil bei sich ständig ausbreitender Verrohung der Sprache und der Sitten, was wir jetzt auch erleben, brauchen wir die Kultur als gemeinsamen Nenner, als das, woran wir uns festmachen als Kulturnation. Früher bauten die Fürsten Theater und Parks zur Verfeinerung der Sitten der Bürger. Also da ist schon was dran. So, das ist unsere Aufgabe und deswegen haben wir gute Argumente.
ich erkenne, die Politik hat es schwer. Also Sie müssen das irgendwo, alle Forderungen, die ja heute eingebracht wurden, müssen ja irgendwo beim Gesetzgeber landen und der muss dann auch noch was draus machen. So, also der darf die Steilvorlage nicht verschießen, sondern das Ding muss ins Tor dann irgendwo. Das ist, so schnell geht es leider nicht. Es ist, also ich habe gelernt, diese ganze Problematik ist ein großer Tanker, hat die Beweglichkeit eines Ozeanriesen. Und damit ein Ozeanriese vorwärts kommt, müssen wir alle gemeinsam ordentlich Dampf machen. Und Sie haben es einmal vorgelegt vor einem Jahr und ich denke, das Signal war klar, es müssen weitere Schritte folgen. Nur ein solitärer Paukenschlag reicht nicht. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe heute. Hallo, ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, ist das an? Ja, okay. Ich wollte nur ganz kurz darauf hinweisen, es haben sicherlich alle mitbekommen, dass da eine Kamera steht, dass das Podium gefilmt wird. Zusätzlich wird auch der Ton aus der Mikrofonanlage aufgenommen. Und also falls jemand was gesagt hat über das Mikrofon, was er nicht veröffentlicht haben möchte, dann möge er bitte jetzt im Anschluss auf mich zukommen und dann würde ich das rausschneiden, bevor ich es veröffentliche. Danke. Ja, dann danke ich sehr herzlich für die rege Anteilnahme an unserer Podiumsdiskussion im Rahmen der BKLM. Ich danke meinen Podiumsmitstreitern und Mitstreiterinnen hier oben und da bedanke mich auch sehr für die sehr angeregte Diskussion. Ich bedanke mich sehr für die Fragen aus dem Publikum und wünsche nun allen noch alle, die an der BKLM teilnehmen, natürlich eine weitere gute Konferenz, dass wir auch morgen noch die richtigen, gut ins Gespräch kommen. Und allen anderen Zuhörern wünsche ich einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.